Sprechen. Zum Beispiel, eine Oberfläche kann doch jede Form haben. Auch eine Kugel kann doch eine Oberfläche haben. Und eine Kugel kann man doch ausbreiten, ist doch kein Problem. Wir lesen doch im Koran, Vers 50, Sure 50, Vers 7, da steht, dass Allah die Erde ausgebreitet hat, damit er die Berge festsetzt. Ganz kurz bitte, ganz kurz. Und jetzt, wenn wir gucken, wenn Allah in Sure 55, Vers 33 erwähnt, und die Durchmesser, das bedeutet, eine Durchmesser hat doch eine runde Erde. Und die Erde kann doch auch eine Oberfläche haben. Der Beweis ist wo? In Bibel auch, Matthäus 4, Vers 8 steht genauso, was im Koran steht. Oder in Jesaja 40, 22 steht es auch genau das Gleiche. Aber das Problem ist, vielleicht kennt ihr euch mit der Bibel nicht aus und deswegen guckt ihr nur im Koran. Aber das Gleiche steht doch in der Bibel. Senat, du kannst ja nicht einfach, wenn's jedes Mal, das machen die Muslime immer wenn das Licht ausgeht, holt ihr die Bibel, damit das Licht angeht. Nee, weißt du, warum ich das vergleiche? Weil im Koran steht. Glaubst du wirklich, guck mal, Senat, Hand aufs Herz, glaubst du an diesen Schwachsinn hier? Also, so beschreibt der Koran bestimmt nicht die. Natürlich. Nein. Natürlich. So beschreibt er nicht. Erstens, irgendwas im Koran steht keine Zeichnungen, ja? Das ist nur ein Beispiel. Die Erde zu Senat, hat ja keine Stütze. Senat. Wir haben gestern über Ibn Abbas gesprochen. Wir haben dir gesagt, wenn Ibn Abbas vor dir stehen würde, ne, kein Muslim würde seinen Mund aufmachen. Das hat erstmal mit Ibn Abbas nichts zu tun. Du musst nur eins wissen. Wieso redet dann Allah über einen Durchmesser? Kann eine flache Erde einen Durchmesser haben? Kein Problem, ob er jetzt einen Durchmesser hat oder nicht. Aber guck mal, in Sure 68,1. Das Problem ist, er nimmt nur Verse, zum Beispiel, es gibt Verse, die mehrdeutig sind, weil Allah sagt doch im Koran, es gibt Verse, die eindeutig und mehrdeutig sind. Zum Beispiel, ja, aber Senat, Ibn Abbas erklärt, ja, er sagt, er schwört bei diesem Wal. Das ist schon komisch. Allah schwört bei diesem Wal. Bei was für eine Wal? Dieser Nun, das ist der Wal, der trägt die Erde auf seinem Rücken, während er im Wasser ist, und zwischen ihm ist ein Bulle, und unter dem Bullen ist ein Stein, und unter dem Stein ist Staub, und keiner weiß, was dann unter dem Staub ist, außer Allah, und der Name von diesem Wal ist Liwash. Und es wurde gesagt, dass sein Name auch Lutia ist. Der Name von dem Bullen ist Bahamut, und manche sagen, das ist der Name Talut oder Leona. Okay. Von wo ist eigentlich die Überlieferung von dieser Tafsir? Darf ich dir ein paar Verse aus dem Koran zeigen, wenn du möchtest? Nee, ganz kurz erst einmal. Wo ist die Überlieferung? Wo ist die Überlieferungskette von diesem Tafsir? Weil Tafsir ist ja nur eine Erklärung. Und wir haben ja mehrere Erklärungen. Nicht jede Erklärung ist 100%. Jetzt frage ich mal, von dieser Überlieferung, wo ist die Quelle? Guck mal. Ibn Kathir sagt dasselbe, At-Tabari sagt dasselbe, Jalalain sagt dasselbe. Jetzt mal, guck mal, warum habe ich das genannt vorhin mit Jesaja und Matthäus? Zum Beispiel, Allah sagt in Sure Al-Imran, sagt, wir haben die Tora und die Bibel herabgesandt, um zu bestätigen, was vor dir war. Das bedeutet, wir können auch mal was aus dem Tora und Bibel zitieren. Wenn ich dir jetzt aus Matthäus 4, 8 zitiere, ist genau das Gleiche, was im Koran steht. Aber kommt das wieder mit Bibel. Wieder Bibel. Wir können also nicht über Koran reden, nur Koran geht nicht. Immer die Bibel. Nee, du kannst auch Vergleich machen, weil guck mal, der Koran spricht auch über die Bibel. Ja, aber guck mal, in der Bibel steht nicht, dass die Erde von einem Wal getragen wird. Okay, und dazu kannst du Matthäus 4 lesen, Vers 8? Weißt du, was ich immer nicht verstehe? Ich denke, die Bibel ist verfälscht, und warum nimmt ihr euch immer Referenzen daraus? Ja, wir reden damit über Beweise, um euch zu überzeugen. Welche Beweise? Wenn dieses Buch gefälscht ist, was nimmst du dafür Beweise? Verstehe ich nicht. Also guck mal, wenn ihr ehrlich seid, guck mal, Hand auf Herz, seid mal ehrlich. Macht mal doch auf Jesaja 40, 22 und Matthäus 4, 8. Dann bin ich warte, wir sind gerade beim Thema. Warte, wir sind gerade beim Thema beim Koran. Darf ich Ihnen ganz kurz was zeigen, Harut? Ja, aber wenn du mit meinen Beweisen kommst, dann kann ich auch mit deinen Dische widerlegen. Ja gut, okay, dann mach das. Widerleg mal das, was ich dir jetzt zeige. Also, aber mach doch mal Matthäus 4, Vers 8 auf. Dann wirst du sehen, was da steht. Ja gut. Wenn in Matthäus 4 irgendwas steht, macht es das, was im Koran steht, ungeschehen? Ja oder nein? Nee, das ist ja, bevor du ja, also, mich, dann, komm, also, zu, dann, also, bevor du über also, meine Sache auslachst, musst ja, du also, gucken, dass du genau ja, also, dann Sache lass, ist. Ja, also, dann lass uns erstmal beim Koran bleiben, dann gehen wir zu der Bibel. Okay, kannst zeig du mal den Vers erstmal. Zeig mir erstmal den Vers. Senat, glaubst du an alles, was in der Bibel steht? Ob ich glaube?
Also wir glauben an die Bibel, aber wir praktizieren sie nicht. Für uns ist sie ungültig, weil die Ja, Menschen sie gefälscht, verändert ja. haben. Ja, richtig. Ist gefälscht, ja. Also die Bibel wurde nicht in der Zeit von Jesus vervollständigt, wie der Koran in der Zeit von Mohammed. Kein Bring mir Problem. einen Aber Vers, der sagt, dass die Bibel gefälscht ist. ja, also wenn der Nein, Prophet nein, 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 Jesus. nein. Lass uns doch, guck mal, lass uns jetzt bei diesem Thema bleiben. Senat, guck mal. Ich gebe, du sagst eben Hand aufs Herz. Vielleicht haben heute alle ihr Beruhigungsmittel genommen, wie du gestern gesagt hast. Alle sind beruhigt, alle haben sich befriedigt, kein Problem. Welcher Mensch glaubt das, dass sieben Himmel sind und dass die Erde auf einem Rücken von einem Wal ist, der schwimmt im Wasser? Darunter ist ein Stier, darunter ist ein Stein, Okay, zeig mal die darunter ist Staub. Beweisungskette. Zeig mal die Beweisungskette, wenn du wahrhaftig bist. Hier sagt Allah, was unter dem Staub ist, weiß nur Allah. Unter dem Staub, ja, nee. Nur Okay. Allah weiß das. Okay, ja, dann zeig mal die Überlieferungskette, wenn du dich so gut mit den Überlieferungen auskennst. Zeig mal die Überlieferungskette. Mein Lieber, die Überlieferungskette, du weißt, in diesem Nee, ich Tafsir weiß es nicht, zeig's mir doch. von Ibn Abbas, die Ja, wo Überlieferungskette, ist hier die steht die hier Quelle? drin? Wo ist die Quelle? Die Guck Quelle. mal, mein Lieber, die Quelle, der Herausgeber, ja, ist Royal Albeit, Institut für Zeig dir islamische alles. Gedankengut. Und das Schockier kommt mal, aus zeig mir die Amman, Quelle. Wo Jordan. ist die Quelle? Von wo? Sahih Bukhari, von Muslim oder von wo? Mein Bruder, mein Lieber, ich sag doch, das ist der Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibn Abbas. Ja, mit Tafsir, jeder kann doch schreiben und aufzeichnen. Jeder kann im Google Ja, angeben, was er will. Das ist nur die hier. Seite. Aber die Leute, wo in dieser Seite haben, zeigt uns mal die Quelle. Zum Beispiel von wo, von Sahih Bukhari, zeigt die Guck Einstufung. mal, Wie guck wurde mal, der guck Hadith mal. eingestuft? Willst du sagen, dass das Daif Warum ist? hat er seine Nee, eigenen kennst du Gelehrte dich eigentlich mit irgendwie Hadith-Regel aus? geschmissen? Guck mal, ich Und sag schon das hat er seine ungern, eigenen ne? Aber Gelehrte im Müll geschmissen. die Muslime, die ha eigentlich, ihr hasst den Ibn Abbas, weil wenn er was sagt, was euch nicht passt, sagt ihr auf einmal, das ist unauthentisch. Nee, Ihr ich könnt ihn gar schicke dir nicht mal was lieben. von Ibn Abbas, aber darunter steht, überliefert die Quelle Sahih Bukhari, überliefert von den und den. So laufen Guck eigentlich die mal, Gesetze von guck mal, guck Hadith. mal. Du folgst doch der Sunna, richtig? Ich gebe mein Bestes, die Sunna zu folgen. Okay. Guck mal, wenn wir hier auf sunna.com gehen Ja, genau. und ich gehe in den allerersten Hadith, ja? Geh mal Sahih runter, das ist al-Bukhari jetzt Sahih 1. Bukhari, richtig. So, muss ich jetzt das Buch kaufen oder kann ich vertrauen, dass das stimmt? Ja, Hier aber steht da auch muss die nicht die Quelle. Überlieferungskette. Hier Ja, steht auch nicht die Überlieferungskette. Wo natürlich, guck denn? mal, ich lese sie Wo dir denn? mal. Ich lese, da ist doch die Überlieferungskette sogar mit der Nummer. Sahih Bukhari und dann, wenn du auf Arabisch liest, von dem bis zu Ibn Abbas. Und genau Okay, das aber bist du wurde leider das, nicht. aber wurde es übersetzt auf Englisch? Nein. Aber der Original ist doch wichtig, Arabisch wurde, die Übersetzung ist nur die ungefähre Übersetzung. Da steht sogar der Haupt, wie heißt es, Überlieferer von Umar ibn al-Khattab. Und da steht unten Original auf Arabisch, wer das überliefert, sogar wie Okay. das Buch heißt. Okay, wir machen das folgendermaßen jetzt. Aber wenn du ehrlich bist, zitiere mal Matthäus 4, Vers 8. Okay, guck mal. Schon wieder zur Bibel. Und schon wieder zur Senat, such Aber dir warum einen sprichst aus. du deine Senat, Wahrheit? Warum? such dir einen aus von denen. Wer ist dein Lieblingsgelehrter? Mein Lieblingsgelehrter, wir haben nur mit Beweise. Wir folgen niemandem blind. Niemand Guck folgen mal. wir blind. Wenn die Ich Leute. bin auf QuranX.com. Ich bin nicht auf Zionisten.com. Ich bin QuranX.com. Okay. Und nenn mir, magst du Kashani? Kashani? Nee, nicht ganz. Also, okay, zeig mal von Ibn Kathir. Zeig mal von Ibn Okay. Kathir. Okay. Auf Englisch. Du musst nur eins wissen, wenn die Gelehrte etwas philosophieren zum Beispiel und sagen ihre Meinung dazu, ne? Nicht jeder Gelehrte hat 100% recht. Wenn eine Überlieferung aber gibt, die das besagt, was die Gelehrten sagen, mit einer Quelle, und da musst du schauen, ist es mehrmals überliefert, ist es eine gute Überlieferung, eine authentische Überlieferung oder eine schwache Überlieferung. So läuft die Regel. Und nicht einfach, du nimmst einen Hadith, aber du Okay. kannst nicht mal die Quelle zeigen dieses Hadiths und die Okay, Einstellung. guck mal. Guck mal, von Ibn Kassir für Sure 68, Vers 1. Wo steht die Überlieferungskette? Also, ich bringe da gleich, warte mal. Wo Ich steht das? zeige dir, warte. Ganz kurz. Bleib mal so bitte, ich zeige dir. Leute, die haben sogar in diesem Tafsir
haben die noch nicht mal auf Englisch übersetzt, wer dieser Wal ist. Warum Nur auf nicht? Arabisch steht es. Nur auf Arabisch steht es. Auf Englisch haben sie es nicht übersetzt. Warum nicht? Ja, weil die das immer machen. Die übersetzen nicht, die Damit wir ja verschweigen, die genau machen wissen, was Übersetzungen. wirklich los ist, ne? Ganz genau, die wollen So, uns mach immer mich mal etwas kurz nicht groß, spielen. bitte. Mach mich mal kurz groß, bitte. Damit Ja. du weißt, wie das Ganze abläuft. Oder wir Ja. wissen, wie das abläuft. Also, Ja. das ist doch von Ibn Kathir, ne? Und jetzt gehen wir mal so, guck mal. Wir gehen mal, sag mal zu den Sure, warte mal. Wir gehen mal zu Sure Nas, ja? Zu dieser letzten Sure. 68. Also ganz kurz, ganz kurz. Nur eins. Und hier, guck mal, Nämlich zum wenn Krieg wir dann, gekommen. wenn wir so einen Vers haben, da steht von Ibn Hisham darunter, berichtet von Abbas, Kein berichtet von Problem. denen, von Kein denen. Problem. Und guck mal, was sehr, sehr gut ist bei dieser Sache. Wenn du immer sagst, da gibt's noch die Einstufung dazu. Wie ist die Einstufung dazu? Ist sie authentisch oder ist sie nicht authentisch? Das musst du erstmal lernen, bevor du Senna, über diese ganze Sache kein redest. Problem, kein Problem. Öffne mal bitte für Sura 68. Ja, und okay, ganz kurz, ich hole auch den anderen Tafsir. Ist unscharf, unscharf das Bild. Hey, ganz kurz, ich will nur ganz kurz was zeigen. Ich will euch nur kurz was zeigen. So, erstmal, dann müssen wir gucken. Es geht über diese Sure. Dann gucken wir, was sagt der Ahmed über diese Sure? Was sagt der Gelehrte? Und was sagt der andere Gelehrte dazu? Was sagt Sahih Bukhari hier? Guck mal, Sahih Bukhari dazu. Du musst immer auch die Meinungen von anderen lesen. Und am Ende steht hier, guck mal, der Jetzt macht Hadith er ist die Sahih. Sache so Guck mal, und am kompliziert, Ende, dass niemand guck mal, mehr durchblickt. Senna hat kein Problem. Ich habe dich doch gefragt, wir haben jetzt eben Kassier geöffnet. Du hast gesagt, lass uns eben Kassier gehen. Mach mal für Sura 68 auf. Was sagt eben Kassier zu dem Thema Nun? Ganz kurz, bitte. Macht jetzt die Sache extra so kompliziert, damit niemand mehr durchblickt. Raffiniert gemacht. Schwierig, ja, Senat war schon. Viktor Moritz. Es gibt eine Regel im Islam, das wird auch in der Al-Azhar-Universität gelehrt. Wenn du deinen Gegenüber nicht überzeugen kannst, dann verwirre ihn. Nein, aber du musst noch eins wissen. Wenn Gott in andere Verse sagt, dass die Erde einen Durchmesser hat, und wir wissen, eine Durchmesser hat eine Kugel, ne? Aber Senat, das leugnet ihr. okay. Okay, Senat, kannst du uns trotzdem jetzt Ibn Kassirs Meinung sagen Okay. zu Sure Welchen Vers? 68, zu dem Thema Nun? Sure 68, und das ist das Thema Nun. Was heißt Okay. Nun? Welchen Was Vers? heißt Nun? Welchen Vers von Sure 68? Eins, eins. Weißt du, kennst du den Koran nicht? Natürlich kann ich, aber den Vers musst du. Guck mal, jeder Eins, Sure hat einen Vers und eins, jeder Vers hat eine eins, Erklärung. eins. Und Warte, dann ganz kurz. deutlich, dass man es lesen kann, wenn du das zeigst. Nicht verschwommen. Ganz kurz, ganz kurz. Ach, du meinst Suratul Nun? Okay. Nein, Surat Al-Kalam, Ja, das 68. Al-Qalam, okay. Surat Al-Qalam, okay. Okay. Warte ganz kurz. Suche mal kurz. Also, ich habe jetzt den Tafsir geholt. Hier seht ihr. Sure 68. Die Kamera ist aus, die Kamera ist aus. Man sieht, jetzt sieht man, unscharf, mach mal schärfer. 68. Ja. Tafsir. Welchen Vers? Vers Nummer 1? Er ist Nummer 1, ja. Okay. Ganz kurz. Das ist Vers Nummer 1. Guck mal. Stimmt? 68, Vers Nummer 1. Dann gehen wir jetzt 68, Vers Nummer 1. Stimmt? Das ist Ibn Kathir, die Erklärung. Was steht Sehr hier? gut, sehr Okay. gut. Jetzt hört mal bitte ganz kurz zu. Über die Bedeutung dieses arabischen Buchstaben Nun, Erläuterung der Terminin, Elif, der Schwur Allahs bei Schreibrohr und bei dem, was die Menschen niederschreiben, unterstreicht die besondere Bedeutung des Lernens. Wo siehst du hier jetzt über die Erde mit dem Kuh, was du gesagt hast? Okay, ich habe jetzt eine Frage. Ich habe jetzt Nein, eine wer weiß Frage. mehr, wo steht hier die Kuh Nein, und nein, der nein, nein, Fisch? nein. Warum wurde das nicht auf Deutsch übersetzt? Das ist doch auf Deutsch, was ich gelesen habe.
Nein, ich meine das Thema Nun, diesen Buchstaben Nun. Warum wurde das nicht übersetzt? Okay. Es gibt so, es gibt Nun, es gibt Elif Lam Mim, es gibt zum Beispiel bei diesen Sachen ist es so, dass die Gelehrten sagen, das ist unübersetzbar. Da kommt ein anderer Gelehrter, sagt zum Beispiel Elif Lam Mim, ein Beispiel. Elif bedeutet Allah, Lam Latif Mim Majid, Allahs Namen. Weil Allah sagt doch im Koran, es gibt manche Sachen, die wir euch gesagt haben und manche Sachen nicht. Da gibt es einen anderen Vers, ich zeige dir mal kurz. Ganz kurz, ich schlage mal kurz auf, damit alle wissen, wie das Ganze abläuft. Wo du mich gefragt hast, warum. Ich beweise ja warum. Hier. Hier ist der Beweis, warum. Eine sehr gute Frage. Ilias, bitte ganz, ganz leise bisschen. Senat, Senat, guck mal. Guck mal, ich sage dir eins. Senat, ich sage dir eins. Ich kann dieses Buch auch kaufen und ich zeige dir, da steht auf Arabisch das Wort Hut drin. Hut. Hut ist dieser Wal. Und das wurde auf Deutsch nicht übersetzt, auf Englisch nicht übersetzt. Aber bei dir steht das drin, du zeigst das nicht. Warte, Hut ist der Wal. Hut ist der Wal. Okay, okay, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Nur mit geduldig. Geht mir alles so schnell, wie man will. Okay. Jetzt um 2:30 zu betrachten, suchen Sie in den Anwasch. Aber, warte, das Buch ist drin. Jetzt hier. Ich mach mal auf. Guck mal. Er ist es, der dir das Buch herabgesandt hat. Darin sind eindeutige, klare Verse. Hier, klare Verse. Sie sind die Grundlage des Buches. Und andere, die verschiedene zu deuten sind. Es bedeutet, die verschiedenen zu deuten sind. Doch diejenigen, in deren Herzen Neigung ist, kehren sich ab von dieser Folge nur das, was mehrdeutig ist, aber die Mehrdeutigkeit kennt nur Allah und sie nicht. Es bedeutet jetzt, nicht jeder kennt die Buchstaben, was Elif und Lam und Mim und Nun angeht. Selbst die Gelehrten haben sich nicht getraut. Nur ganz geringe Gelehrte haben geantwortet, was diese Nun bedeutet und so weiter, aber die haben nur ihre Meinung dazu gesagt, aber nicht mit einer authentischen Überlieferung. Und so läuft der Islam. Du kannst nicht nur einen Hadith nehmen und sagen, hier, das ist der Beweis. Wir haben Bücher, über 2000 Tonnen Bücher. Wir haben 2600 Gelehrten. Und jetzt, du musst ein Gelehrter sein, um dir alle die Meinungen von denen zu hören. Da kommst du nur mit einer Überlieferung und sagst, hier, das ist das. Aber jetzt, wir haben auch Verse. Verse, die bestätigen, dass auch eine Oberfläche, wie heißt es? Dass eine Oberfläche kann jeder Form haben. Auch eine Kugel kann eine Oberfläche haben. Auch eine Kugel kann doch Oberfläche haben. Wo ist der Beweis? In Sure 55, Vers 33. Hier, lese ich euch mal vor. Sure 55, lese ich euch mal vor. Ganz kurz. Vers 33. Habe ich jetzt... 33. Hier, guck mal, Vers 33, Sure 55, ne? Steht hier, O Wesen der Dschinn und die Menschen, wenn ihr imstande seid, die Grenze der Himmel und der Erde zu durchdringen, dann dringt hinzu, doch ihr werdet niemals imstande sein, durchzudringen, es sei denn mit der Macht eures Herrn, ja? Welche die Wohltaten eures Herrn, beide wollt ihr leugnen. Durchdringt in diese ganze Durchmessung der Erde. Und jetzt frage ich dich mal, was bedeutet Durchmesser? Was ist eine Durchmesser? Wenn du Senat, den Ding in der Hand hast, du den nach links und nach rechts messen, das ist Durchmesser. Senat, du hast jetzt 5 Minuten geredet, aber du hast uns immer noch nicht erklärt, was Nun bedeutet. Wir möchten jetzt wissen, ist das der Wal? Ja, bedeutet das, ist das dieser Walhut, ja oder nein? Das mit den Nun, ich sag's ja doch, ich kann dir das nicht erklären. Es ist kein Beweis dafür, das, was du sagst, weil du musst mir erstmal beweisen, ob der Hadith authentisch ist. Okay, du willst uns sagen, dass eben zum Beispiel den ersten Tafsir, den wir gelesen haben, von Ibn Abbas, willst du uns sagen, dass er nicht authentisch ist? Nicht jede Tafsir ist 100% authentisch. Meint er das? Nicht jede Erläuterung des Korans ist 100%. Weil die Erklärung kann auch mal falsch sein. Du weißt, dass in einem authentischen...
Damit sagst du doch gerade indirekt, dass deine Quellen eine Katastrophe sind oder etwa nicht? Genau, so habe ich auch verstanden. Quellen bedeutet ja nicht Koranverse. Quellen bedeutet nur Erklärungen. Wir haben verschiedene Quellen. Nicht 100% sind, also die Quellen, die jetzt untersucht worden sind und mehr deutlich überliefert worden sind, mehrmals, die nennt man Sahih. Und da gibt's Bücher extra, wie zum Beispiel Sahih al-Bukhari. Dann beweist man doch von Sahih al-Bukhari, dass es eine authentische Überlieferung gibt. Weil es gab's auch in der Zeit von Israeliten, die unsere Bücher verfälscht haben. Und da kamen die Eltern von uns und haben sie wieder korrigiert. Mein Freund, guck mal, du hast jetzt wirklich 15 Minuten lang geredet. Ich hab wirklich zugehört. Darf ich dir ganz kurz auch mal so ein, zwei Minuten was dazu sagen? Ja, aber weißt du wo? Lies mir doch Matthäus 4, 8, dann sag was dazu. Ja, genau, Matthäus 4. Warum hast du Angst? Bleiben wir warum mal, bleib, Angst, bleiben wir mal, bleiben wir mal, warum? bleiben wir mal erstmal beim Koran, da wo wir auch ja, waren. Ja, ich hab dir über Koran erklärt. Jetzt erklär mal du über den Bibel. Du hast mir beim Koran gar nichts erklärt. Ich bin selber über 34 Jahre Moslem gewesen. Jetzt lass mich mal dir was erklären, okay? Wenn du daran was auszusetzen hast, dann kannst du es ja hinterher korrigieren. In Ordnung? Ja, also ich gehe raus, weil ihr akzeptiert eure Quelle nicht. Es lohnt sich nicht. Guck mal, ich sag's dir, lies mal. Gut, Jesaja, dann geh raus, dann hast du verloren. Ja, gut, dann okay, geht raus, hast du verloren. Hadi, bye, bye. Ihr schämt euch für also, die Bibel, schämt ihr euch. Die Bibel sagt ich genau das Gleiche wie der Koran. Ja, komm, bla, bla, bla. Ich mach meine Kamera an. Ich mach meine Kamera an. Ich mach meine Kamera an, weil ich spreche nicht ohne Beweise. Okay, Moment. Ich mach meine Kamera an. Wir haben jetzt folgendes, Leute, wir haben rund 200 Zuschauer, haben wir jetzt folgendes verstanden. Senat hat Ibn Abbas einfach über sein Wort geschmissen. Und er akzeptiert nicht, was Ibn Abbas sagt. Alles okay, gut. Beweist man doch die Quelle von Ibn Abbas. Beweist. Bruder, warte. Okay. Also, fangen wir an, okay? Ja, beweist die Quelle erst einmal. Ja. Alles gut. Ruhig. Okay? So. Hier steht schon mal in 13,3. Und er ist derjenige, der die Erde ausbreitete und feste Berge und Flüsse darauf legte und Früchte aller Art in Paaren schuf. Er bedeckte den Tag mit Nacht. Darin liegen wahrlich Zeichen für den Nachdenkenden. Jetzt gehen wir weiter. Kann man Kugel nicht ausbreiten? Kann man Kugel nicht ausbreiten? Kannst du bitte mich in Ruhe aussprechen lassen? Bitte, danke. Gehen wir in den Tafsir. Ibn Kathir. Okay? Jetzt gehen wir in den Tafsir, Ibn Kathir. So, was sagt Ibn Kathir dazu? Also, er sagt hier selber, und er ist es, der die Erde ausbreitete, machte sie geräumig in Länge und Breite, also nichts in Tiefe. Allah hat auf Erde feste Berge gemacht und Flüsse, Quellen und Wasserbäche durch sie fliegen lassen, so dass die verschiedenen Arten von Früchten, Pflanzen, das ist das, was Ibn Kathir dazu sagt. Ich wiederhole es nochmal für dich. Und er ist es, der die Erde ausbreitete, machte sie geräumig in Länge und Breite. Also nichts in Tiefe. Das kann man eine Ball in Länge und Breite machen? Das Nummer eins. Man Nummer kann doch eine Ball in Länge machen. Wo ist das Problem? Ja, okay, gut, alles klar. Natürlich, das ist die Wahrheit. Ja. Hör mir weiter zu. Du wolltest Beweise haben, hör mir einfach zu, okay? Wenn es um den Wal Nun geht, der die Welt. Was hast du bewiesen, sag mal. Meine Güte, sei doch mal leise, ja? Also, wenn du um den Wal Nun suchst, hör mir gut zu. Mach Sprachnachricht und dann gehst du später, machst du Buch auf und liest du nach. Al-Tabari, Volume 1, Page 218 bis 220. Steht die Geschichte geschrieben mit dem Wal Nun, dass die Welt auf dem Rücken von einem Wal liegt. Machen wir weiter. Tabari, Volume 1, Page 280 bis 220. Da steht drin, dass wenn der Fisch aufgeregt ist, dass es Erdbeben gibt. Machen wir weiter. Koran 65,12. Dazu hat At-Tabari geschrieben in Volume, Page 207 bis 208.
das mit den sieben Erden, dass sie übereinander liegen wie Pfannkuchen. Okay? Dann machen wir weiter. Jami at-Tirmidhi 3298. Da steht geschrieben, dass man zwischen den einzelnen Erden, die Allah hat, wie eine Pfannkuchen, diese sieben Erde, dass die Reise zwischen diesen Erden 500 Jahre dauert. Und die sind alle flach. Dann machen wir weiter. Koran 36, Vers 38 bis 40. Dort steht drinnen, dass die Sonne und die Erde sich umherjagen, was wissenschaftlich falsch ist. Ich hoffe, du bestätigst das auch. Koran, Sure 18, Vers 83 bis 86, sagt der Koran, dass die Sonne untergeht in eine schlammige Quelle. Und dazu könnte ich dir jetzt 20 Hadithe bringen. Also, was willst du jetzt machen? Willst du At-Tabari? Willst du den Koran? Willst du Jami at-Tirmidhi? Lass mich antworten. Willst hier, Senat, guck mal. Ich antworte hier, dir, lass mich antworten. Warte mal kurz. Du kannst darauf gar nicht antworten, es sei denn, du schmeißt alle deine Gelehrte in den Müll. Na, ich antworte dir, aber das Problem ist, du verstehst ja, nicht. Guck mal. Okay, du antwortest mir, dann viel Spaß, deine Gelehrte in den Müll zu schmeißen. Okay, lass mich doch, lass mich bitte kurz antworten. Lass mich Spaß bei den Müll schmeißen. Warte bitte ganz kurz. Assalamu alaikum, Sahih Sinadi. Alaikum salam. Wenn eine Sache richtig flach ist, kann etwas in ihr reingehen? Nein. Jetzt guck mal, wo ist der Beweis hier? Ich zeig dir mal kurz. Also, Jonas. Allein schon das Argument. Warte doch mal, ganz warte kurz, mal. Ganz. Nein, Jonas. Senat. Sahih Senadi. Bei Eier in Bella, Sayyidina Yunus. Sabr erstmal, wir kommen zu anderen Sachen. Warte. Aus. Sabr, ja, Senat, aus dem Koran. Ich möchte wissen, wer von At-Tabari, er redet hier von Al-Hud. Okay, wer das ist Problem ist, er versteht nicht, was er lesen tut. Ich erkläre euch. Al-Hud. Ich verstehe nicht, was ich lesen tue. Lass mich Oder Harut. Ja. Ich verstehe nicht, was ich lesen tue. Warte, kannst du mir Surat Al-Anbiya aufmachen, bitte? Lass mich kurz, ich will nicht unterbrechen, weil ich wo der Prophet, warte kurz, warte ganz kurz, wo der Prophet Yunus von einem Wal geschluckt wird. Ja, ich will Ihnen nur sagen, wer nun ist, wo der Prophet Yunus von Wal geschluckt wird. Wie heißt dieser Wal? Sa-Nun. Sa-Nun. Al-Hud. Boom, Bruder. Denkst du hier, du redest hier mit kleinen Kindern, die keine Ahnung haben oder was los? Ich bin nur auf der Arbeit, deswegen bin ich spät reingekommen. Du liest eine Oberfläche. Iqra, zeig mal, die sollen aufmachen. Sa-Nun. Nun, Al-Hud. Al-Hud. Okay. Was willst du hier erzählen? Er sagt, Al-Tabari hat keine Ahnung, sagt er. Tabari hat keine Ahnung. Ibn Abbas hat keine Ahnung. Tustari hat keine Ahnung. Nur Senat hat keine Ahnung. Weißt du, wie viele in den Tafsir über die Zunge von Ibn Abbas gesagt haben, dass Nun ein Hut ist, ein Wal ist? Wieso Senat, habt ihr Angst, mir ganz zuzuhören? Ehrlich, Senat, ganz ehrlich. Lass mich doch aussprechen, ich erkläre euch was. Senat, eine Sekunde. Ich habe dich in Quellen erstickt und alles, was du jetzt machen kannst, ist deine eigenen Tafsir in den Müll schmeißen. Du hast mich in Quellen erstickt. Guck mal, wie disrespectful du bist. Okay. Du sagst zu mir, dass ich nicht verstehe, was ich lese. Denkst du, ich bin dumm oder was? Kennst du dich mit dem Koran aus? Jetzt willst du mir sagen, ich bin dumm oder was? Okay, lies mir mal die erste Sure von dem Koran, wo er herabgesandt worden ist. Guck was? Mal hier, Senat, lenk mich ab. Guck mal, Senat. Lies doch mal, wenn du dich mit dem Koran auskennst. Senat, guck mal hier, Senat. Guck mal hier. Warte kurz, was will er von mir? Lies mal die erste Sure, wo er herabgesandt worden ist, auswendig. Was? Fatia? Welche Nummer ist? Fatia wurde nicht als erst offenbart, du lügst. Was willst du von mir? Fatia oder was willst du von mir? Wurde zuerst offenbart. Und jetzt? Er will ablenken, Leute, er will ablenken. Du hast keine Ahnung. Ich habe keine er Ahnung. Er hat nicht gesagt, El-Fatih. Er hat gesagt, du hast gesagt, lies die erste Suche vor und danach hast du gesagt, was ist die Suche, die herabgesandt wurde. Hör auf zu, abzulenken. Suche wurde zuerst offenbart? Bleib bei Ibn Kassir. Ibn Kassir redet Kurs, über Hut. Ihr habt nicht mal Ahnung von Koran. Nun ist gut. Er sagt nun zuerst, ist gut. Guck mal, was für ein Täuscher das ist. Er sagt zuerst erste Suche und dann sagt er, was herabgesandt wurde. Okay, welche Suche wurde zuerst herabgesandt?
Senat, hör auf abzulenken. Wir haben dir okay, jetzt gerade gezeigt. Ibn Kassir sagt nun. Okay, ich antworte dir. Lass mich jetzt. Tabari sagt nun. Und ich zeige dir jetzt, was ihr Muslime glaubt. Und zwar glaubt ihr einen. Nein, du hast einen, gesagt, ich antworte jetzt. Das nicht glaubt mehr. Ihr. Das glaubt ihr, dass die Nein, Erde das auf einem Wal ist. Lass mich jetzt das aussprechen. Glaubt ihr Muslime. Guck mal, ihr redet ja. über Koran, aber ihr wisst nicht mal, wie viele Verse hat der ganze Koran. Ihr wisst gar nicht. Bruder Harut. Warte mal kurz. Warte ganz kurz. Wir holen ihn aus dem Koran, Bruder. Gib mir einen Knockout, eine Sekunde. Chef, eine Sekunde, ganz kurz. Ihr habt Angst, einfach mich erklären zu lassen. Ein klitzekleiner Knockout für dich. Ein klitzekleiner Knockout. Ihr habt keine also, Ahnung, ganz Senna, ehrlich. Du hast keine Ahnung Senna, über den Koran und redet über den Koran. Senat, welche Koran meinst du? Den von Ibn Kab, der wo hat 111 Suren? Meinst du den von Ibn Masud, wo hat 116 Suren? Oder meinst du den Koran von 1924, okay. wo hat 114 Suren? Okay, wer weiß, das, was du sagst? Wer weiß, was du sagst? Du bist ein Lügner. Jeder Senat hat keine Ahnung von deinem Islam. Er hat keine Ahnung. Senat, du hast keine Ahnung von deinem Islam. Warum habt ihr Angst? Bruder Harut, kannst du bitte Sure 21 Vers? Bruder Harut, kannst du bitte Sure 21, Vers 87 einmal auf Arabisch ihm zeigen? Welche Sure 21? Ja, Vers 87. Damit er weiß, was nun ist. Wir erklären dir jetzt, was in deinem Koran nun bedeutet. Nein, du bist ruhig jetzt erstmal. Lass mich jetzt mal. Nein. Was? Nein. Wir wollen nicht. Welche Eier? 87. Bruder, er hat keinen Plan. Nein, ich bin dran. Ich hab vorgelesen. Bruder, er hat keinen Plan. Guck mal, er weiß nicht, wer Ibn Kab ist. Diese neue Masche, dass sie keine Hadith und Tafsirs akzeptieren, die kennen wir schon. Deswegen, wir kommen nur aus dem Koran noch. bruder, Senat weiß nicht mal, was ihr könnt weiß nicht mal, wer Uber Ibn Kab ist. Lass mich aussprechen, ich bin dran, dann kommt ihr dran. Warum versteht er nicht? Du weißt nicht mal, wer Uber Ibn Kab ist. Ihr habt was gezeigt, jetzt antworte ich. Du weißt nicht mal, wer Uber Ibn Kab ist, Mann. Was ist los mit dir? Guck mal, das Problem ist, zeig ihm den Tafsir davon. Zeig ihm den Tafsir. Was steht da oben? Was steht denn das? Ich kenne mich mit dem Koran gar nicht aus. Und Anun. Was und der da? Mann mit dem Tisch, hier steht es, Nun, Al-Nun. Okay, geh mal auf den Tafsir, guck mal, was Al-Nun ist. Guck mal, was Al-Nun ist. Lass mich doch mal aussprechen. Warum seid ihr so unverschämt? Du bist ein Lügner, Senat, ganz einfach. Ich bin ein Lügner. Das Problem ist, ihr nehmt eine Vers, wo ihr gar nicht die Deutung kennt und schmeißt alle anderen unter Vers weg. Du bist unverschämt, du lügst. Warte mal, ich antworte dir erst einmal. Du lügst, du bist unverschämt, du lügst. Warte, guck mal, ihr habt Angst. Du wusstest schon mal, welche Sure der Koran wurde zuerst offenbart. Hey, ich habe dich gerade gefragt, welche Koran meinst du? Uber Ibn Kab? Ich habe dich gefragt, Uber Ibn Kab, 111 Verse, Ibn Masud, 116 Verse oder heutige Koran mit 115 Verse. Lass mich jetzt mal erklären. Vers 18. Du kannst gar nichts erklären. Hört mal zu jetzt. Und du kannst gar nichts erklären. Ich habe für euch zu einer ausgelegten Fläche gemacht. Senat, du hast jetzt nicht mehr Ibn Abbas. Hier, guck mal. Lass mich aus. Senat, du hast keine Ahnung, Senat. Guck mal hier, Senat, guck mal. Hier steht geschrieben, dass der Nun, es wird berichtet, dass das ein Wal ist. Okay, zeig mir die Berichtung, zeig mir die Quelle, du Lügner. Ein Wal. Zeig doch die Quelle. Zeig die Quelle von den Hadith, zeig mal. Weißt du, was eine Quelle ist? Jetzt kommt er mit, weißt du, was eine Quelle ist? Okay, ich bin der Vers, aber zeig mal normal. Die Quelle und Hadith. Warum ist nicht normal? Senat, warte, ich mache für dich eine neue Seite auf. Guck mal, schämt euch mal, ich schwöre bei Gott. Senat, guck mal, ich mache für dich eine neue Seite auf. Guck mal, live.com. Er macht Comedy-Show und dann sagt er, ich bin stark. Guck mal, er macht Comedy-Show. Wie viel der Koran hat, du weißt nicht mal. Welche Sure von Bruder, er macht Comedy Show. Schämt euch mal, ihr redet über Koran. Ihr sagt, was weiß ich nicht? Was weiß ich nicht? Daif.com. Okay, wie lange war es die Zeit? 213 Leute, guck mal.
wenn ihr wahrhaftig seid. Lies doch mal Matthäus 4, Vers 8, warum schiebt euch für eure Religion? Ah, jetzt geht er wieder auf, jetzt geht er wieder auf Bibel. Jetzt geht er wieder auf Bibel. Jetzt geht er wieder auf Bibel. Ihr schiebt euch für eure Religion. Wieder auf die Bibel. Wieder auf die Bibel. Du schiebst dich für die Bibel, pur auf euch. Lies doch mal Matthäus 4, 8. Genau so, genau so. Den Spuckgesang in dein Gesicht. Senat, hör mal auf zu beleidigen, Senat. Mach nicht die Spucksache und sowas. Warte mal kurz, Brüder. Genau so redet jemand, der wo in Deutschland lebt, und die Leute, die wo an das glauben, was hier in Deutschland ist, so redet jemand über denen, ihr glaubt. Respekt, Senat. Genau so ein Respekt, Senat. Und unser Herr Jesus Christus wurde auch angespuckt. Unser Herr wurde auch angespuckt. Senat, wenn du so redest über die Christen, die wo hier in dem Land leben, wieso lebst du überhaupt hier? Geh. Ganz ehrlich, geh. Genau so ist es. Wenn du die Leute, die wo hier an Jesus Christus glauben, die nicht respektieren kannst, was machst du hier? Geh. Hallo, liebe Freunde. Das heißt, Senadi ist vorbei. Senadi ist vorbei. Darf ich, Bruder, Worte wechseln? Auch zum Senat würde ich ein paar Worte sagen. Also Senat, ganz ehrlich, so verhält sich kein normaler Mensch. A. B. Wenn man dir einfach die Quellen zeigt, und das sind eure Gelehrten, dass du dich über die stellst, da müsstest du dich schon schämen dafür, ne? Weil das kann ja nicht wahr sein, dass du besser bist wie die und intelligenter bist wie die. Also das kann ja wohl nicht sein. A, B, sieben Himmel werden im Koran genannt. Ich glaube sogar zu wissen, auch im Talmud. Wir wissen ja auch, dass der Koran eine Abschrift vom Talmud und von der Bibel teilweise ist. Bruder Adam, ich habe Ihnen alle Quellen gegeben. Ich habe ja zugeschaut, mein Lieber. Das ist schon. Bruder deswegen, Adam, grüß dich. Ja, hallo, Marhaba. Weißt du, was jetzt nun ist? Adam, weißt du jetzt, was nun ist? Salamu alaikum an alle Geschwister. Nun, es salam. Wisst ihr, was nun ist? Aus dem Koran. Es salam, was nun ist. Aus dem Koran. Nicht von den Tafsirs. Die ganzen Wissenschaftler, diese ganzen Gelehrten islamische, hat heute Senat alle begraben. Ja, und wir haben ihm das aus dem Koran gegeben, was nun ist. Ja, er denkt wirklich, also, er redet hier mit unwissenden Leuten, ja? Ich weiß nicht, was also, er sagt. Was ist passiert? Leute, ganz gut, ihr müsst mich erstmal einweihen. Was ist passiert mit Senat? Also, er hat. Wir sind Schritt für Schritt vorgegangen. Und zwar haben wir ein Bild gezeigt, können wir gleich zeigen. Ja. Dass Ibn Abbas, Ibn Kassir, Tustari, At-Tabari und so weiter und so fort, alle berichten in Sure 68, Vers 1, das Wort nun bedeutet, was wir in Sure 18, Vers 87 gesehen haben, dass das ein Wal ist, wo richtig. Jonah drei Sure Tage 21, in Sure 21. Sure 21, Entschuldigung. 21, Vers 87. Wir sind dann in den Tafsir reingegangen für Sure 68, 1 und er hat erstmal gesagt, Ibn Abbas, ja, hat er von Bord geschmissen und hat gesagt, zeig uns die Überlieferungsquelle, zeig uns, wer das gesagt hat, zeig uns die Überlieferung, ob das Sahih ist. Ja? Danach sind wir Schritt für Schritt weitergegangen, Schritt für Schritt. Ja? Der Bruder Sheikh hat ihm die Quellen gezeigt, sogar aus den Hadithen. Ja. Ja? Und wir sind letztendlich, weil in seinem Buch hat er ja nur kurz gezeigt, wo nun steht, aber er hat uns nicht die arabische Stelle gezeigt. Interessant. Er weiß ganz genau, da steht Hut. Bruder, ich habe ihm keine Hadithe gezeigt. Und dann? Bruder, ich habe ihm keine Hadithe gezeigt. Ich habe ihn nur Koran. Du hast Koran ja einen Hadith genannt. Ja, du hast aber einen Hadith genannt. Einen Hadith habe ich genannt. Ich habe ihn nur Koran genannt. Ja, Bruder, lass mich schon erklären. Du hast ja einen Hadith genannt. Ich habe Tabari genannt. Ich habe ihn alles genannt. Genau. Alles. Von, so, Fisch und dann sind wir von dem Fisch ganz unten bis zu seinem Kopf ganz oben. Ich habe alle Quellen gedacht. Warte kurz. Wir sind dann in Koran.com. Stehen die ganzen Gelehrten drin. Tustari steht da drin. Aber da stehen die arabischen Überlieferungen drin, die nicht übersetzt werden. Ja, krass. Okay. Und da steht ganz klar drinnen, wer dieser Al-Hut ist. Hut. Hut, ja? Hut heißt Wal, genau. Hut ist dieser Wal. Heißt auf Arabisch Wal, heißt auf mal, Hut heißt auf Arabisch ganz normal Wal, genau. Und ich zeige jetzt nochmal 200 Leuten, was Muslime glauben. Und dieser Senat ist ein Lügner, weil er sich schämt für seine Religion. Haben wir auch gestern gemerkt. Damit die Leute hier nicht verstehen, was Muslime glauben. Ja, das möchte ich jetzt noch mal ganz klar zeigen. Leute, guck mal, was Muslime glauben. Das ist der Wal nun. Das ist der Wal nun, alias Liwash. Liwash.
Interessant, interessant, ja. Und er schwimmt im Wasser. Unter dem Wasser ist ein Bulle. Ja, nee, wie kann er nicht ertrinken, wenn da Wasser ist? Unter dem Bullen ist ein Stück Stein. Unter dem Stein ist Staub. Und was da drunter ist, unter dem Staub? Allahu alam. Das weiß nur Allah. Bruder Harut, weißt du, wie es da gerade für mich war? Ich bin auf der Arbeit. Irgendwas in mir, so ich hatte kurz Zeit, irgendwas in mir hat mir gesagt, ey, guck mal auf TikTok, wer so live ist, ja? Wenn ich gehe bei dir rauf, ich mache meinen Koffer ran, ich höre diese Buchstabe, dieses Wort nun. Ich sag so, ey, das, was ich mit Hamdi nicht weitergemacht habe, mache ich jetzt mit ihm erstmal weiter. Richtig. Im Koran wird direkt erklärt, was nun ist, Mann. Er kann das nicht leugnen. Guck mal, Bura Gudi, jetzt kommt Bura Gudi. Wenn du Zeit hast. Judy. Kein Problem. Imam Judy, du bist jetzt dran. Was für Imam Judy, ja? Guck mal. Guck mal. In der deutschen Übersetzung oder in der englischen steht das ja nicht drin. Es ist nur auf Arabisch. Und guck mal hier. Hä? Wenn ich hier auf dieser Seite nach diesem Hut suche, ja? Guck mal hier. Ja, ja. Die Buchstabe H hast du. Ja, ja, ich hab's. Ja, gut. Ja, ich weiß, ich kann das. Guck mal, der Nun in Sura 68,1 ist dieser Wal, ja. Wird erklärt. Bruder Harut, haben wir bis jetzt über ein Thema geredet, wo wir kein Wissen darüber haben? Auf gar keinen Fall, mein Lieber, ich zeige dir ja, guck mal. Das ist doch die Sache, ja. Yani, guck mal, der letzte Ausweg ist immer, ihr habt keine Ahnung. Ja, ja, aber guck mal, ich meine, wenn ich jetzt, Bruder Hamdi kommt hoch, er ist live und ich frage ihn, was ist diese Buchstabe N, was nun ausgesprochen wird, ich muss doch Wissen darüber haben, sonst würde ich ihn doch hier, nicht fragen. Guck mal hier, Sura 68, ja richtig, fängt mit nun an. Und hier erklärt Ibn Kassir, wer gut ist. Also guck mal, ganz kurz, Harut, die Araber sagen... Wir haben auch Kurtubi. Ja, ja, guck mal, wenn du nach dieser Sure gehst, dann wurde als erstes der Wal erschaffen, nicht der Stift. Wahnsinn. Wenn du nach dieser Sure gehst, wurde zuerst der Wal erschaffen, nicht der Stift. Bruder, ich hab... Soll einer kommen sagen, nein, das stimmt nicht. Bruder, ich hab noch eine Frage an die Muslime. Und zwar, wieso schwört Allah bei einem Stift, bei diesem Wal? Wieso schwört er auf diesem Wal? Guck mal, wenn ich etwas schwöre, ne? Erstens sogar, warum schwört Gott? Und wenn ich auf etwas schwöre, dann schwöre ich doch bei etwas Höherem, richtig? Als Mensch schwöre ich zum Beispiel bei Gott. Immer richtig. Auf was Höheres schwöre ich. Warum schwört Allah auf einen Wal? Ist dieser Wal größer als Allah? Anscheinend wahrscheinlich schon. Ja. Bruder Harut. Es gibt ein Hadith, weißt du, was Münker ist? Etwas, was man auch leugnet, weißt du? Leugnet, ja. Ja, ja. Inkar heißt das, Inkar. Ja, Inkarat. Also, ja, das wurde leugnet, ja, ja. Diese Hadith, genau. Wo Allah nach seiner ganzen Mühe, ne, laut Islam, mit der kompletten Erde fertig war, hat er sich hingelegt, den rechten Bein auf den linken Bein aufgelegt, ja? Wissen wir, Bruder. Kennst du diese schon? Ja, ja, wie eine Frau, ja, die Beine überschlagen. Richtig. Hab ich nicht gewusst. Gott segne dich. Hier, guck mal. Warte mal, wir zeigen das mal. Beine überschlagen. Sitzen. Wir zeigen jetzt, wie Allah gechillt hat, Jani. So hat Allah gechillt. A'udhu billah. Weil er hat ja auch ein Schienbein, richtig? Hat er ein Schienbein, ja oder nein? Ich würde mal sagen, sexy. Da schreiben einige, versteht es ja Arabisch. Also ich glaube, der Bruder Judy kann, wo ist denn der? Ist er weg? Der kann perfekt Arabisch, absolut. Und von daher ist das überhaupt gar kein Problem. Sheikh, kannst du Arabisch? Sheikh? Nein, kann er nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, der Bruder Judy... Kann perfekt. Ich kann ein Zehntel vom Koran, mindestens ein Zehntel vom Koran auswendig, aber ich weiß nicht, was ich da rezitiere. Einige Wörter kenne ich, einige Sätze kann ich.
Aber ich weiß nicht, was ich da rezitiere, um ehrlich zu sein. So wie 95% der Rest der Welt. Gestern, Sheikh, hast du gestern, Ganz hast du genau. gestern nicht mitbekommen? Da war doch einer drin, ein Afghane, ne? Der kam bei uns rein, bei mir und Ja. Harut, und dann hat er was vorgelesen. Wir haben doch gesagt, übersetz uns mal. Was hat er gemacht? Bla 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 bla. Und danach habe ich zu denen gesagt, ja. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich so, okay, gut, kannst du uns jetzt mal erklären auf Deutsch? Nein, warum? Ich erkläre, warum? Warum? Und dann ist er Also rausgegangen. auf Nur jeden Fall singen, die nur singen. auf jeden Fall die Leute, Frage Leute, von diesen vielen vielen Moslems, wo fragen, ob wir Arabisch können, hat sich erübrigt in dem Sinne, weil wenn ihr auch selber das nicht versteht, also könnt ihr gar nicht einmal daran glauben. Ich meine, was soll diese Fragerei? Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer wieder Brüder, Freunde unter uns, die wo perfekt Arabisch können, also weil die in den arabischen Ländern aufgewachsen sind. Es gibt sehr, sehr viele Aramäer, Kurden, Araber, die wo Christen sind, ne? Also von dem Bruder, her. das Problem ist nicht das. Weißt du, was das Problem ist? Das Problem steht im Koran klipp und klar beschrieben. Im Das Koran ist richtig, steht, ja. Mohammed ist ein Gesandter für die Leute, die aus Arabien sind, die arabischsprachig sind. Richtig, genau. Wie geht es überhaupt? Wie funktioniert das überhaupt, dass Mohammed ein Gesandter geworden ist für die Leute aus Indonesien, für die Leute aus Indien, aus Amerika, aus Deutschland? Das ist etwas, was spricht gegen den Koran selbst. Richtig. Ja, das ist Richtig. genauso. Ja, genau, so Chef. ist es. Weil das Problem ist, Bruder. Leute, das Problem ist an der ganzen Abu Sache, wenn Sanjar, ihr Bruder, mit. warte mal kurz bitte. Bruder, grüß dich. Gottes Segen. Wollt ihr kurz lachen? Wollt ihr kurz lachen? Lassen. Ja, Sag. warte mal, hier möchte jemand hoch. Bombastisch Komm, heißt du belässt Mohammed alles aus dem Lügner. Komm, und? jetzt red mit Und? Hand Was jetzt. ist da? Komm, 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 du belässt Mohammed alles aus dem Aber jetzt Lügner. geht's Komm, aber und rund, jetzt red oder mit was? Hand jetzt. Komm, 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 komm. Aber da fehlt noch ein Buchstabe. Moin alle zusammen. Komm, 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 komm. Oh, ich liebe Da euch. fehlt was. Wirklich. Der Herr Jesus Christus segne dich, mein Lieber. Guck mal, ich Komm, wollte komm, noch komm. meinen Punkt zu Ende bringen, Leute. Ja, Bruder, Warum erzähl. die ganzen Gelehrten und auch die Muslime diesen lügnerischen Geist bei ihren Schriften haben, bei ihren Übersetzungen haben, bei ihrer Dawa haben, bei ihrer Takia nutzen? In Sure 3, Vers 54, zeigt sich Allah als jemand, der Ränke schmiedet, beziehungsweise der ein Listenschmied ist. Genau. Und die Übersetzung ist nicht ganz akkurat. Weil was bedeutet Wamakaru? Makaro, genau. Wamakar Allah. Was bedeutet dieses Makar? Hier Leugner, dafür. Leugner. Leugner. Al-Makr. Makar. Makar vom Bedeutet das Arabischen nicht Makar. Lügner? Bedeutet das nicht Makar Lügner? heißt übersetzt, Bruder, wirklich wortwörtlich, der wohl leugnet, also ein Heuchler. Leugner. Heuchler, Lügner, also Ja, Leugner, Makara, Leugner, türkisch, Leugner. Makara. Und leugnen kommt von Lügen. Und ein Lügner, der bewusst lügt, ist ein Heuchler. Also es Schauen wir ist uns das alles mal an. zusammen. Schauen wir uns das mal an, okay? Okay. Makr. Übersetzung. Sollen wir die arabische Übersetzung nehmen, Arabdikt? Ja, kannst du machen. Weil ich glaube, die Muslime werden sonst sagen, Langenscheid ist ein Jude. Nehmen wir Arabdikt. Makr, guck mal. Schlau. Trick, Tücke, Schlitzohr, Heimlichtuer, Allein schon, dass ein Gott übertrieben. sich so nennt, ey, meine Und Güte. die haben das nicht richtig übersetzt, meiner Was Meinung hat da nach, weil sogar die wieder Angst Vermieter? hatten. Guck mal, auf Pons ist das besser übersetzt. Makel, täuschen, Täuschen, betrügen. Betrüger, genau. Täuscher, Betrüger, genau. Einfach ein Lügner, ein Munafiq übersetzt. Besser gesagt, ein Blendler. Blendler. Ja, weil Dietmar, du musst überlegen, wenn jemand ja quasi ein Betrüger ist, ja, ein Heuchler, ein Betrüger, er ist ja nichts anderes als ein Lügner. Das heißt, er lügt bewusst. Das ist ein Betrüger. Blendensoda, ja, dann nennt man Blender. Richtig. Wenn jemand bewusst Leute anlügt und betrügt, ein Betrüger ist ja immer ein Lügner. Um Das ist ja sich Wahnsinn. Vorteile zu schaffen, Stell ja. dir mal vor, dein Gott, dein allmächtiger Gott, dein Schöpfer, ja, ist ein Betrüger. Stell dir mal vor, ich bin der beste Betrüger. Ein Listenschmied. Ich wäre vom Glauben abgefallen. Sind wir aber alle, wenn wir wollen, kann jeder betrügen. Jeder hat die Macht dazu, auch die meisten machen es ja nicht, Ja Gott sei klar, Dank. aber das sollte nicht auf einen Gott zutreffen, Dietmar. Nee, das dürfte nicht, nee. Und deswegen habe ich ja vorher schon gesagt, wo Das ich reingekommen bin, ist alles kann so kompliziert, alles so kompliziert gemacht.
Das hätte man alles anders. Stell dir mal vor, wie Katastrophe. Hey, stellt Bruder, euch mal Bruder, vor, wie Katastrophe das ist, dass Gott sich Bruder, selbst einen Betrüger nennt. Ja, Bruder. Wahnsinn, Wahnsinn. Bruder Harut, im Türkischen wird das ja auch benutzt, ne? Makara, Makara Yapma und so. Also wenn man jetzt jemanden antäuscht. Kannst du das aber nicht vorstellen, dass es ist? Aber wie sagt ihr das im Türkischen? Also auch dieselbe Mana, oder? Mizrahi? Ja, ja, natürlich. Also wenn du jetzt jemand verarscht oder lügst, dann sagen die Makara Yapma. Makara Yapma. Richtig. Bombastisch. Überleg mal. Krass. Bombastisch, bist du Moslem? Bombastisch, bist du Moslem? Ja, ich bin Moslem. Was sagst du dazu, dass Allah ein Makr ist? Also, ich bin hier nur, um reingekommen, nur ein paar Fragen zu stellen. Ich wollte eigentlich nicht mit euch jetzt über Koran oder Bibel oder irgendwas. Nee, das ist eine normale Frage, Bruder. Das ist ja keine Debatte, das ist eine normale Frage. Nein, nein, ist alles schön und gut. Mir geht es nur darum, ich komme ja fast jeden Tag bei eurer Seite und höre euch auch gerne zu und alles schön und gut. Nur was mich persönlich stört, ich denke, auch vielen Leuten stört das hier, wenn ein Muslim reinkommt, der ein bisschen Ahnung hat oder ich sag mal viel, also wissend ist über den Koran oder Bibel. Wer denn zum Beispiel? Wer denn zum Beispiel? Wie zum Beispiel der wahre Muslim gestern. Eine gute Frage, Harry. Ja, Bruder Bombastisch, Bombastisch, der hatte überhaupt gar keine Ahnung. Warte, also meine Meinung nach, er konnte euch jede Frage beantworten. Aber Bombastik, ich gebe dir ein Beispiel, Bombastik, ich gebe dir ein Beispiel. Als wir gestern mit wir haben eine Frage beantworten. Bruder, warte ganz kurz, Bruder. Wir haben ihn eine Frage gestellt. Weißt du, was er dauernd gesagt hat? Sehr hochmütig. Ah, das ist nur eine Kleinigkeit. Ich sage euch gleich. Komm direkt mit einer Antwort. Spiel nicht rum mit Philosophie. Bruder, der hat bei jeder Frage immer ich verstehe auch, was ihr meint. Aber so wie ich so rausgehört habe, Bruder, wenn ihr ein... Bruder, das ist extra euch täuschen, damit ihr Muslime sagt, oh, Mashallah, guck mal, der hat so viel Ahnung, der ist so... Nein, guck mal. Eine Masche. Ganz kurz, das Traurige ist, dass ihr das auch noch beklatscht. Nein, guck mal. Richtig. Bei mir ist das anders, Bruder. Warte mal ganz kurz. Ich will nur ein bisschen ausreden und dann höre ich euch gerne auch zu. Das Ding ist, wie gestern der wahre Muslim, der kam rein und er wollte euch das ja irgendwo erklären, aber der kann ja nicht direkt diesen, also so habe ich das Gefühl, weil... Bombastisch, guck mal, er wollte es nicht erklären, er wollte mit uns Haschisch rauchen. Hand aufs Herz. das weiß ich doch nicht. Guck mal, es geht darum, ich bin ja Muslim und ich habe auch Freunde, da sind Christen und was weiß ich, alles Mögliche. Ne? Ich verstehe mich super mit denen. Also für mich war nie ein Problem, ob jemand an Jesus glaubt, ob Jesus Gott ist oder nicht. Ich lasse ihn daran glauben. Ja, ich finde, aber für deine geht Religion nicht, ne? Ist das ein Problem, Bombastisch. Hm? Es tut mir leid, das dir zu sagen, aber für deine Religion ist es leider nun mal ein Problem. Nein, also für mich persönlich, guck mal, ich finde... Guck mal, du hast vorhin einen Claim gemacht. Du hast gesagt, derjenige war ja gerade dabei, etwas zu beantworten. Guck mal, ich habe den, wo gerade eben den Senat, ich habe ihn überflutet mit Quellen. Ja. Wo hast du bitte irgendwo das Gefühl gehabt, dass er irgendwas beantwortet hätte? Um ehrlich zu sein, also bei Senat, ich weiß, der ist nicht sehr mal irgendwie, der geht zu schnell hoch und alles. Ich finde, man sollte dabei ruhig bleiben. Egal, ob das von eurer Seite oder von deren Seite ist. Ich finde, wenn man was über irgendwas redet, dann auch die Zuhörer. Sag mal bitte ehrlich, hat er irgendwas beantwortet? Ich bin ehrlich, ich habe nichts verstanden. Ob ihr was da gelesen habt oder er, ich habe nur noch von Mulaute gehört. Lass mich kurz erklären. Guck mal. Wir haben ganz normal nur gefragt, laut islamischen Schriftgelehrten, wie zum Beispiel Ibn Abbas, Ibn Kassir, Tustari oder Maududi, ja? Oder At-Tabari. Er soll in die Schriften gehen und zeigen, er hat das Buch bei sich zu Hause, er hat dafür, bei Amazon hat er 50.000 Dirhams ausgegeben, damit das aus Mekka der Amazon zu ihm nach Hause geschickt wird. Wie viel Euro ist denn das? Er hat das Buch geöffnet, hat mit dem Finger auf das Deutsche gezeigt. Ja, das hat er gesehen. Und danach hat er das Buch zugemacht, obwohl ich ihm gesagt habe, zeig das Arabische, wenn er das Arabische zeigt. Und wir haben danach auf Koran.com das Arabische gezeigt, als er weg war, weil er hat ja dann Tü gemacht. Er hat auf uns gespuckt, auf uns.
Wir haben auch im Arabischen gesehen, was er nicht zeigen will, ja, weil er an der Authentizität gezweifelt hat, aber in seinem Buch steht es. Hat er das Buch zugemacht und er wollte uns nicht auf Arabisch zeigen, dass da Hut steht. Er denkt, wir können kein Arabisch, beziehungsweise die, die hier sind, der Judy. Und mittlerweile jeder, der das Wort gesehen hat, der kann jetzt nachgucken, was, dass da der Name von diesem Wal drinnen steht. Das ist der Name. Das bedeutet, nun ist dieser Wal Hut. Ja, das bedeutet Wal. Und diese Geschichte ist da drin. Und das Bild, was wir gerade gezeigt haben, das ist theologisch bewiesen, dass die Erde von einem Wal getragen wird. Darunter ist Wasser. Darunter ist ein Stier. Darunter ist ein Stein. Darunter ist Staub. Und was unter dem Staub ist, weiß nur Allah, yani, es reicht nicht, und diese 5, 6 Stufen. Sogar unter dem Staub ist noch etwas. Allah hat extra Berge draufgesetzt, ganz kurz, und Allah hat extra Berge draufgesetzt, damit der Ball sich nicht mehr bewegt, damit er fest bleibt. Ganz kurz, zu bombastisch. Du hast über diesen wahren Islam geredet. Du weißt, ich kann Arabisch, ne? Gestern Guck mal, gestern ist ein Bruder, der ist Moslem, er ist mit uns live gekommen. Er hat uns erzählt, dass er diese wahre Islam eine Frage gestellt hat. Hallo? Was diese Zainab betrifft. Hallo, Assalamu alaikum. Zainab bin Jahsch, die Ex-Frau von seinem Adoptivkind. Weißt du, was ihm erzählt hat, diese wahre Islam? Er sagt so, ja, warum sagen die alle, dass er sie gesehen hat? Ist doch seine Cousine, natürlich sieht er sie. Aber in den Ahadithen, in welchem Zustand hat er sie gesehen? Das ist, was zählt. Genau. Der hat diesen muslimischen Bruder angelogen gehabt. Verstehst du? Guck mal, ich kann nur eins sagen. Jemand von euch kann Arabisch? Gudi hat mit mir gerade gesprochen. Ne? Ist richtig, oder? Ja, ja. Judy. Ich kann nur von mir sagen, ich bin Muslim und es wird mich auch niemals einer irgendwie dazu bringen, anders zu denken. Ich rede jetzt nur von mir selber. Bombastisch. Guck mal, warte mal. Ja. Wir haben Bilder aus dem Weltall, wo die Erde nicht nur eine Kugel ist, sondern da ist kein Wal. Glaubst du, so ein Schwachsinn? Hand aufs Herz. Ja, guck mal, was ich glaube und was nicht glaube, ist doch egal. Nein. Warum egal? Wir haben Bilder aus dem Weltall, da ist kein Walfisch drunter. Warum glaubst du, dass da ein Wal drunter ist? Ich habe nicht gesagt, dass ich das glaube. Ich habe nicht gesagt. Aber du musst daran glauben. Wenn du ein Muslim bist, musst du daran glauben. Bruder, hör mal. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, ja. Amir, was sagst du dazu? Ja, erstmal husten, damit die Jins ausgehen. Ich sag erstmal, was du daran glaubst. Man hört dich gar nicht. Hat ein chinesisches Mikrofon wahrscheinlich. Er sagt, ich komme wie die Vers Surat Ali Imran. Wamakaru, wamakar Allah. Was bedeuten, ich will erklären euch, was bedeuten Makaru, wamakar Allah. Yalla, gut. Khada'u. Und Allah khairan khadi'in. Bil Arabi. Okay, tfadal. Man hört ihn nicht. Ist dein Netz in Gaza stecken geblieben? Man hört dich nicht, Amir. Hallo, Habibi. Auf Deutsch, Amir, auf Deutsch. Ja. Ich habe so ein richtig mieses Sie Gefühl, waren... dass ich eine Lüge kommt. Lass den mal, Leute. Bruder, dann gehe ich raus. Okay, Misa. Hörst du mich? Okay. Große. Shalom, Bruder. Amir, jetzt hören wir dich, ja. Billiges. Ja. Die Geschichte wegen Sayyidina Jesus, Isa, alayhi salatu wassalam. Die Bani Israel, sie suchen über Jesus, Wir kennen den Tafsir. Und Allah geben andere Mann wie Jesus, deswegen gestorben. Verstehst du, was Makirin, wa makar wa makar Allah? Allah verstecken Jesus. Ja. Amir, noch schlimmer. Dein Tafsir ist ja eine Katastrophe, was Gott sagt. Tafsir ist eine Katastrophe.
Also Allah hat Makr gemacht. Er hat die Leute alle verarscht, auf gut Deutsch gesagt. Verarscht. 600 Jahre lang. 600 Allah Jahre lang hat er die Leute verarscht. Allah beschütze Jesus, Sayyidina Isa alayhi salam. Nein, Amir, Habib Albi, Amir, Amir. Ich gebe dir ein Beispiel. Allah hat die Leute verarschen. 600 Jahre fast. Verarschen gehen in Jahannam. 600 Jahre glauben Christen, dass Jesus gekreuzigt wurde, weil Allah uns getäuscht hat. Okay? 600 Jahre sind die Messiin, wo? Amir, man hört dich nicht. Man hört dich nicht. Jesus nicht hat gestorben. Nicht man hört dich nicht, Amir. Man hört dich nicht. Jesus Allah. Jetzt, jetzt. Niemand hat Jesus Niemand hat Jesus gestorben. Jemand hat Jesus Amir, Amir, ich habe verstanden, aber verstehst Allah du nicht? Eben Jesus? Ja. Ja, Amir, ja. Ich habe verstanden. Okay, Allah hat die Leute getäuscht. Jesus wurde laut Koran nicht gekreuzigt, sagst du, stimmt? Ja. Okay, 600 Jahre hat Allah die Christen, wo daran glauben, in Jahannam rein. Ja? Warum hat Allah das gemacht? 600 Jahre, Millionen Christen sind jetzt in Jahannam, laut Islam, ja? Warum macht Allah sowas? Amir, weißt du, was Sheikh Imran dazu sagt? Weil sie glauben, Allah hat Teilung. Ja, aber wegen Allah seine Schuld. Nicht. Allah hat uns getäuscht, sagt ihr. Jetzt haben wir 600 Jahre gab es Christen vor Mohammed. 600 Jahre. Haben alle geglaubt, ja, da ist Jesus gekreuzigt, aber für was? Für Jahannam oder wie? Was ist los? Erklär mir bitte, Amir. Frag ihn mal bitte, was Sheikh Imran dazu sagt. Hast du verstanden, Amir? Man hört den gar nicht. Amir, ich sage zum fünften Mal jetzt nochmal. Fünfte Mal. Bitte, deine Kopfhörer sind kaputt. Das sind bestimmt chinesische. 100% koreanische Chinesische. Nachbar WLAN klauen. Amir, man hört dich nicht, Bruder. Leider nicht. Amir, frag ihn mal bitte bei der Gelegenheit, ob er weiß, was Sheikh Imran dazu sagt. Ich glaube, der versteht uns allgemein gar nicht, Bruder. Der kann nicht mal richtig Deutsch. Der will vielleicht nicht verstehen, weißt du? Vielleicht macht das direkt so. Amir, gehst du raus, bitte komm rein. Genau, Harut, genau, sehr gut. Harut, bei der Gelegenheit fragst du den Kollegen mal, ob er weiß, was Sheikh Imran dazu sagt, zu der Äußerung, was er gerade getätigt hat. Du wenn weißt ja, was Sheikh Imran würden, dazu wenn, sagt. Wenn ja? wir ihn verstehen würden, Bruder, ja. Er, guck mal, er möchte einfach nur was sagen, der Arme. Ja, ich hab's auch gemerkt. Die tun dir auch manchmal leid, Sheikh. Solche Menschen. Was Sheikh Imran dazu sagt. Bruder, aber solche Menschen tun mir auch manchmal leid, glaubst du mir? Ja, deswegen sag ich jetzt. Ihre Herzen sind verstockt, Bruder. Die glauben an irgendeinen Mist, sage ich jetzt mal, okay? Wo kein Sinn ergibt, keine Logik. Wie kann man glauben, dass die Welt auf eine Dingswahl drauf ist? Jetzt schon allein da fängt es an. Und der Bruder Harut erklärt und der blickt es gar nicht, der bombastisch, als Beispiel, ne? Jetzt sage ich zu ihm, okay. Allah hat die Menschen damals getäuscht, eine, wo Jesus ähnlich aussah. Jetzt erklär mir bitte der Sinn an dieser ganzen Sache, dieser Sinn, die Logik. Und dann glauben noch Christen daran, 600 Jahre lang, Millionen von Christen sind jetzt in der Hölle durch Allah. Jetzt erklär mir mal bitte die Weisheit dahinter. Gibt's keine, Bruder. Das nur ist das Problem. Ungerechtigkeit. Er hat im zweiten Anlauf hat er gesagt, es ist doch egal, was ich glaube, ja nee. Nein, ist nicht egal. Wahnsinn. Ah, genau, Bombast, sag doch, ist doch egal, was ich glaube. Ja, spinnst du? Ja, was ist überhaupt dein Ziel, hier hochzukommen? Wie deine Fragen stellen? Das heißt, du willst nur Fragen stellen, aber selber, du willst nichts hören über deinen Glauben. Dann raus. Also gut gemacht, Harut. Abu Khanjar, Bruder. Ja, Bruder Herz. Weißt du, was Sheikh Imran zu diesem Thema gesagt? Weißt du? Nee, Bruder, zack. Ich weiß nicht, Harut, soll ich das kurz zeigen, was Sheikh Imran zu dieser Aussage nett, von den Muslimen sagt? Zu welcher Aussage? Zu 68? Ja, zu dieser Sache von wegen das Thema, was wir gerade haben. Was kannst du kurz die Quelle geben, Bruder? Ich gebe es auch ein. Mach mal kurz, sag mal kurz. Bruder, ich habe das zu Deutsch übersetzt. Wenn ihr wollt, kann ich das euch kurz zeigen, aber danach muss ich offline gehen. Ja, ja, Bruder, kein Problem. Darf ich euch kurz diese Makara Allahu Allahu Khairul Makirin auf Umgangssprache erklären? Machst du mich bitte kurz groß, dann zeige ich das euch. Und dann gehe ich offline, Leute, weil meine Frau sonst alles scheidet. Alles.
So ein Scheidung, Bruder. Oder, aber merkt ihr den Vers von gestern, ne? Falls sie nicht, damit, wenn sie frech ist, du dürftest sie rein theoretisch sogar einsperren, ne? Bruder, sofort brettern, sofort mit Fäusten und alles drauf und drum. Sonst kommen die Spaß. Engel und verfluchen sie, Bruder. Denk an die Engel, die sie verfluchen. Ja, die Engel verfluchen dich, hast du gehört, bis morgens früh. Und dann kommt Allah und seine Engel und alle Gläubigen. Also, wo haben wir den Sheikh Imran, den geilen Typ, ey. Ohne Witz, was er sagt, ist wirklich krass. Also, hier haben wir es ja. Sheikh Imran schockiert die Muslime. Was wie die standardmäßige islamische Erzählung. Warte ganz kurz. Ich muss jetzt einmal ganz kurz leise, weil ich lass kurz was abspielen. Er beginnt damit zu sagen, dass Jesus. Hallo, so, hallo. Bitte schön. Hier runter. Hallo, der ist ein kleines Kind. Mach ihn runter. Erzählung klingt. Sehr gut. Bitte schön. Als sie ihn am Kreuz sterben sahen, waren sie überzeugt, dass er nicht der Messias so gewesen sein konnte. Was sie nicht wussten, war allerdings, dass Allah es ihnen nur so erschienen ließ, als dreht ob deine er Kamera um, Bruder. Wäre. Ja, okay. Ja. Aber dann ist klar, was es wirklich bedeutet, gekreuzigt zu werden und was es wirklich bedeutet, zu sterben. Zunächst die Kreuzigung. Ja. Was ist die Definition von Kreuzigung? Es ist, dass du sterben solltest, indem du am Kreuz hängst. Kreuzigung bedeutet also nicht einfach jemanden ans Kreuz zu nageln. Die Person, die ans Kreuz genagelt wurde, sollte auch am Kreuz sterben. Und was bedeutet es zu sterben? Was ist die Definition von Tod? Die Definition von Tod ist, dass Allah einen Engel sendet, um die Seele zu nehmen und sie nicht zurückzugeben. Gibt es jemanden, dessen Meinung sich von meiner unterscheidet? Zu sterben, also wirklich zu sterben, bedeutet, dass dir deine Seele genommen wird und nicht zurückkehrt. Das ist wichtig für das, was er uns gleich sagen wird. Also wiederholt er es nochmal. Die Definition des Todes ist, dass Allah die Seele nimmt und sie nicht zurückgibt. Kann Allah eine Seele nehmen und sie zurückgeben? Sag das den Schülern, dass sie zurück in die Schule sollen, um den Koran zu studieren. Also, was meint der Koran in Sure 4, Vers 157, wenn es heißt, dass Allah es so erschienen ließ, als ob Jesus gestorben wäre? Machen Sie sich bereit für einen epischen Lauf. Was hat Allah also getan, um es so erscheinen zu lassen, bevor er starb? Unglaublich. Lass mich dich hören. Und meine Sprache ist manchmal sehr hart, weil es die einzige Sprache ist, die manche Leute verstehen. Ja, Bruder, ja. Manche Menschen können nur harte Sprache verstehen. Ich verstehe, Sheikh. Danke fürs Mitunterzeichnen, für den unhaltbaren Feuerhost von Sarkasmus und Spott, den einzig wahren David Wood. Kommen Sie mir nicht mit diesem Unsinn, denn es ist nicht nur erbärmlicher Unsinn, es ist absolut sündig zu behaupten, dass Allah jemand anderem ruft und die Erscheinung von Isa alayhi salam anzunehmen. Und dieser unschuldige Mann, unschuldig, weil er nie behauptet hat, der Messias zu sein, wurde gekreuzigt. So die islamische Standarderzählung. Warte mit diesem Unsinn bis zum jüngsten Tag. Erbärmlicher Unsinn! Das steht nicht im Koran! Es ist nur in deiner Vorstellung, dass es ist! Und doch eroberte es die Welt des Islams im Sturm! Was für eine gehirngewaschene Umma wir doch heute sind! Das ist nicht gelogen! Was ist passiert? Warum gehen Sie dann nicht zum Koran? Lass doch den Koran erklären, anstatt sich auf ausgefallene Höhenflüge der Fantasie zu begeben. Willst du Allah am jüngsten Tag sagen, dass du glaubst, dass er, Allah, hat einen unschuldigen Mann kreuzigen lassen, der nie behauptet hat, der Messias zu sein? Diesen Akt der Ungerechtigkeit schreibst du Allah zu? Das ist Ungerechtigkeit. Bist du wirklich so dumm? Er hat recht. Absolute Dummheit. Aber das ist das, was Muslime mir jeden Tag sagen. Allah nahm seine Seele. Sie dachten, er sei tot. Sie haben den Körper heruntergenommen. Sie haben seinen Körper in die Höhle gelegt. Dann haben sie die Höhle versiegelt. Dann gab Allah ihm die Seele zurück. So einfach ist das. Niemand wusste, dass die Seele zurückgegeben wurde. Und Allah hat ihn erweckt.
Also, während Jesus am Kreuz war, nahm Allah seine Seele, was bedeutet, dass er im biologischen Sinne tot war. Sein Körper wurde vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt. Aber dann gab Allah dem Körper die Seele Jesus wieder zurück, was für den Scheich bedeutet, dass er nicht im strengeren Sinne gestorben ist. Er war nicht tot im Sinne, dass Allah ihm die Seele wegnahm und sie nicht zurückgab. Allah hat seine Seele zurückgegeben, also ist Jesus vom biologischen Tod wieder auferstanden. Aber da so viele Muslime mit der Substitutionstheorie indoktriniert wurden, wie wäre es mit einer weiteren Warnung, Sheikh? Aber lassen Sie mich Sie noch einmal warnen. Wenn Sie bei dieser Theorie des Ersatzes bleiben, werden Sie am jüngsten Tag in einem erbärmlichen Zustand sein. Lass mich dich noch einmal warnen. Dies ist eine einfache Erklärung aus dem Koran, die besagt, dass er nicht gestorben ist. Jesus ist nicht in dem Sinne gestorben, von dem Sheikh Imran spricht. Er wurde gekreuzigt im normalen Sinn des Wortes gekreuzigt. Aber angesichts der spezifischeren Bedeutung der Begriffe wurde Jesus nicht getötet und nicht gekreuzigt. Jetzt mag es so klingen, als würde Sheikh Imran hier nur Wortspiele machen. Aber denken Sie mal über den Punkt, den er macht, nach. Weil vielleicht hat er recht mit dem, was er über den Koran behauptet. Der Koran sagt nichts darüber, dass Allah jemand anderen verkleidet oder Jesus ähnlich aussehen lässt. Der Koran sagt einfach nur, sie haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt. Im Kontext prahlen die Leute, wir haben den Messias getötet, wir haben den Messias gekreuzigt, wir haben ihn fertig gemacht. Und Allahs Antwort darauf ist, nein habt ihr nicht, nein ist er nicht. Das war's. Allah könnte doch mehr nicht sagen... Ich will jetzt was anderes, 100%ig, die Stimme ist niemals mehr von dem nicht. Alten Mann. Nein, das sagt auch keiner, das wurde nur quasi... ich hab's übersetzt, Mann. Übersetzt, aber Mann. Siehst du, genau das ist das, was der Koran sagt, nicht mehr und nicht weniger. Und Sheikh Imran bestätigt es, alles andere ist nur Fantasie. Das meine ich ja, genau, das kapier ich schon. Alles andere ist Fantasie, Sheikh Imran bestätigt es. Es ist schön, dass es von einem Sheikh kommt. Richtig. Und von einem Wissenden, ja. Ich habe jetzt nochmal eine Einladung geschickt an Bobastisch. Die Leute wollen ihn nochmal hochhaben. Mal sehen, ob er kommt. Und zwar vielleicht kann er uns das hier erklären. Ich bin ehrlich zu dir, der Bombastisch habe ich mal in einem Stream gehört. Ey Leute, sorry, dass ich die Stimme so ein bisschen komisch machen musste, aber irgendwie musste man die zwei Leute auseinanderhalten. Ja, ja. Klar. So. Da war ja eine böse Gemeinde. Ich habe es nur festgestellt. Pass auf, wir sehen jetzt gleich den Wal. Wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr einen Wal, ja. Ein Meer, ein Stier, einen Stein und nee. Staub. Doch, doch. Aber Gott, hat recht. Gottes Segen, ich bin offline. Gottes Segen. Ja, ja, wenn man die Berge, hat. Die Berge darfst du nicht vergessen, die Berge, damit er sich bewegt. Ja, ja. Judy, pass auf. Judy, wenn du den Wal siehst, sag Bescheid, damit Allah recht hat. Aufgepasst, Leute, wir suchen jetzt den Wal, okay? Alle bitte drauf achten, auf das Video ja. von Bruder Harut. So. Harut? Ja, genau, perfekt. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ja die Erde. So, jetzt bin ich gespannt. Leute, es wird jetzt immer interessanter. Achtet mal so unten, so unter der Erde, im südlichen Bereich. So, und. Tadam! Wo ist der Wal? Weg ist er. Hä? Wo ist der Wal? Der ist irgendwo da im Wasser drin. Nun. Ich sehe ihn von nun. Senun. Nun. Ich guck mal, Jan Sebastian schreibt. Ich was kurz, guck mal, der Jan Sebastian schreibt, Bilder aus dem Weltall kann man nicht übersetzen. Ja. Bruderherz, ich möchte euch was Wichtiges sagen, ja? Merkt euch eine Sache, ja? Die Muslime, das ist eine neue Masche. Die leugnen die ganzen Ahadis von den... Ja, ja, ich hab's auch gemerkt. Ganz, ganz neu, seit neuestem. Ja, ja, das, ja, ja die, das ist neue Masche. Ist, und ist aber schlimmer geworden, Judy, hast du gemerkt? Ist aber schlimmer geworden, ne? Ja, oder diese Sahih Senadi, den wir gestern kennengelernt haben, hat ja. heute noch weitergemacht. Ja,
Ich bin auf der Arbeit, ne? Ich bin so gerade kurz reingegangen, hab Kopfhörer aufgesetzt. Ich höre so dieses Wort nun, weißt du? Ich denke mir so, wer ist da? Wer redet da gerade? Ich gucke, diese Sahih Senadi ist drin, ja? Entschuldige mal, ich gehe mal mit dem Hund runter. Ich komme dann nochmal hoch. Alles gut, Dietmar, Gott segne. Ich tue nur Gebot machen. Dietmar, pass auf, nicht, dass du an falscher Stelle stehst. Nicht, dass der Wal jetzt ausatmet und dann bist du weg. Richtig. Ich hab keine Angst, ich nehme Knüppel mit, dann rutsche ich. Und Dietmar, pass auf, ist dein Hund schwarz? Ist dein Hund schwarz, oder? Nein, ich habe einen Dackel. Ah, okay, also er ist nicht schwarz oder so, ne? Okay, sonst müsste der getötet werden laut Islam, deswegen, alles gut. Ehrlich? Ja, schwarze Hunde, ich lese dir später, wenn du wieder reinkommst, lese ich dir die Stelle vor, wo Mohammed gesagt hat, schwarze Hunde sollte man töten, aber ich lese dir später vor. Dietmar. Machen wir jetzt. Und jetzt? Wenn ich dabei bin, ich gehe erstmal runter mit dem Hund. Okay. Wir tun es dann schon mal vorbereiten, okay? Bruder Harut, gestern der wahre Islam, ich habe ihn gefragt, wo steht im Koran, wer Jibrail ist. Er hat gesagt, in erste Sure. Kannst du einmal kurz aufmachen, damit wie hieß der eine, der gesagt hat, der ist voll der Wissende, er weiß vieles, ihr wart so und so. Zeig mal bitte aus erste Sure, wo da steht, wer Jibrail ist. Bitte, damit die alle jetzt für alle klar ist, dass er gelogen hat. Sure was? Erste Sure im Koran, hat er gesagt, da steht, wer Jibrail ist im Koran. Welche Eier? Von Al-Fatiha? Iqra bismi rabbika, welche Sure ist das? Nicht Al-Fatiha. Weiß ich nicht, Bruder. Lass uns erstmal schauen, Thema Hund. Genau, ich habe auch den Hadith, genau, sehr gut. Also für alle Leute, wo jetzt zuschauen, wo einen Hund haben, wo wirklich Hunde lieb sind und tierlieb, ne? Überlegt mal nach, was Mohammed, ja, der beste Mensch auf dieser Welt, der Siegel aller Propheten, was er über Hunde gesagt hat. Hier, was steht oben? Ich fragte den Gesandten Allahs über die schwarze. Über den schwarzen Hund. Bruder, vergiss nicht, ich fragte den Gesandten Allahs, SAH Radiostation aus Mekka. Über den schwarzen Hund. Und er sagte, es ist ein Teufel. Warum ist ein schwarzer Hund ein Teufel? Wer kann jetzt hochkommen? Welcher Muslim kann hochkommen und uns erklären, wieso ein schwarzer Hund ein Teufel ist? Laut Mohammed, bitte eine Erklärung für diesen Tafsir, für diesen gesegneten Tafsir. Weil alles, was Mohammed sagt, Bruder, ist gesegnet. Hier steht bitte. Auch noch, ne? Richtig. Al-Aswad Kalb ist der Shaitan. Hier, Shaitan. Alles dreht sich nur um den Shaitan. Alles ist der Shaitan. Alles Shaitan, Bruder. Sogar ein Hund, der schwarz ist. Überleg mal, das ist nur sein Fell. Er hat nur einen schwarzen Fell, mehr nicht. Und er wird verteufelt. Stellt euch mal vor. Ein armer Hund, ne? Guck, was einer schreibt. Was ein bestimmter Hund. Lern erstmal Deutsch. Oder wenn du willst, komm lieber hoch, Hamza, und erklär uns mal bitte. Hier, guck mal, dieses süße Geschöpf, so lieb, und der soll der Teufel sein? Ich sage euch nur eins, es ist nicht nur Aberglaube, es ist rassistisch. Ihr bezieht euch immer auf Schwarz. Und das auch auf Menschen, nicht nur auf Hunde. Alles, was schwarz ist bei euch, ist diabolisch. Und das ist das Problem an der ganzen islamischen Theologie. Hier, guck mal. Überleg mal, du siehst gerade den Shaitan. Das ist der Teufel bei den Muslimen. Shaitan selber. Wenn wir schon dabei sind, Bruderherz, kennst du den Hadith, als Muhammad erklärt hat, wie der Teufel aussieht, wie dieser Schwarze da, wie heißt er nochmal? Anfal oder wie ist der? Ah, Bruder. Der eine Schwarze da, der hat gesagt, wenn du sein Gesicht siehst, dann siehst du den Teufel. Mit den roten Backen und Augen, entzündete Augen. Wie heißt nochmal der Typ? Das müsste ich selber nachforschen, Bruder. Welcher Hadith ist das? Ich glaube, der Sheikh hat diesen Hadith. Der ist sehr, sehr interessant. Dieser Schwarze, Bruder, der wo quasi fürs Grobe zuständig war. Nein, nicht Bilal, das ist ein anderer. Es war okay. Ein Schwarzer, der fürs Grobe quasi zuständig war. Und der wurde sogar beschrieben mit entzündeten Augen und rote Backen und bla bla bla. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn noch gestern im Kopf gehabt.
Und da hat Mohammed gesagt, wer ihn sieht, hat, ist so, wie wenn er den Teufel gesehen hat. Also so kann man sich quasi den Teufel vorstellen. Wahnsinn. So, ist ein Muslim da? Ich glaube eher nicht. Aber ich würde jetzt mal sagen, Bruder, wir bleiben beim Thema Hund. Auch wenn jeder Muslim hochkommt, wir machen heute... Wir laden nochmal bombastisch ein. Genau, aber bitte, Bruder, beim Hund bleiben, weil das ist sehr, sehr interessant jetzt. Für alle Tütierliebhaber, weil hier vor allem im deutschsprachigen Raum haben ja viele Leute Hunde, deswegen wäre es mal interessant, weil wir ja eine große muslimische Minderheit haben in Deutschland. Und ja, damit die halt mal wissen, wie Muslime eigentlich so auf Hunde quasi so denken, laut ihrer Religion, ja, was ihr Allah über Hunde denkt. Bitte, Muslime, kommt hoch und redet mit uns über das Thema Kelb, Hund. Sondern Ibn Majah, du hast die Quelle hingeschrieben, ne? Ja, sehr wir gut. Haben schon einen Gast. Sehr interessant. Sehr, 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 sehr gut. So, dann begrüßen wir ihn erstmal. Yusuf, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Was sagst du zum Thema? Schwarzer Hund im Islam. Anam in Syrien. Achso, damit kick ich mal raus, Bruder. Der ist aus Syrien. Das ist ein Bettler wieder. Yusuf, you speak English? Mr. Arabic, no English. Anam in Syrien, ihtaj al Musaada. Ja, ja, machen wir. Der will nur Hilfe. Der sagt, ich möchte nur Hilfe haben. Okay, okay. Masalam. Masalam, Yusuf. Im nächsten Stream kriegt er dann so Allah will seine 1000 Rosen. Mehr möchte mit über das Thema Hund im Islam mit uns sprechen. Das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Für die, in der heutigen Zeit ich definitiv. Ich weiß, wie der Wal heißt. Aber Hund. Niwash, meinst du? Yahmut und Balhus oder Luwais. Das ist der Balhus. Stier, Bruder. Das ist der Stier, Bahamut. Der Wal heißt Liwash. 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 Bruder, weißt du was? Bruder, wenn die anstatt dem I ein A machen, dann haben wir sogar Brot. Brot haben wir dann. Lawash. Lawash. Bruder, es gibt ja noch einen Hadith wegen dem schwarzen Hund, gell? Es gibt ja mehrere, das weißt du, ne? Ja, es gibt mehrere. Ja, ja. Aber ich habe auch einen anderen. Auf jeden Fall, Leute, bitte kommt hoch, spricht mit uns über das Thema Hund im Islam. Ihr seid ja so tierfreundlich. Es gab letztens ein guter Freund von mir, Bruder, der hat in Instagram eine Seite gezeigt, die postet da immer, also islamische Seite, die postet da jedes Mal über bestimmte Sachen, ne? Aus dem Islam in der heutigen Zeit. Ja. Thema war... Tierfreundlich. Tierschutz im Islam. Okay. Weißt du, was interessant war an der ganzen Sache? Die haben nur Sachen aus den Hadith und wie auch immer rausgeholt und gesagt, ja, wir dürfen das nicht machen. Tiere sind bei uns sehr wichtig und bla, alles so schön geredet. Ne? Da gab es jemand in den Kommentaren, eine Person in den Kommentaren, nur eine Person, die gesagt hat, wieso darf man keinen Hund in der Wohnung halten? Weißt du, was für eine Antwort kam? Eine ganz komplett was anderes. Eine komplett andere Antwort. Dann sagt derjenige, das war jetzt vor einer Woche vielleicht, ne? Dann sagt derjenige, ja, aber im Koran, also laut islamischer Theologie steht ja, dass der Hund, wenn er in der Wohnung ist, dass die Engel quasi nicht in die Wohnung kommen. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Und dann hat die Diskussion angefangen. Muslime gegen Muslime. Das heißt, die Muslime, die einen Hund haben, das hast du auch gemerkt durch die Bilder, ne, haben gesagt, ja, was soll denn das? Das ist nicht normal. Ich bin Muslim, aber das finde ich nicht normal. Und dann kamen andere Muslime und haben dann zum Kommentator gesagt, also zu diesemjenigen, wo er kommentiert hat, was tust du hier für Hetze verbreiten? Was willst du? Guck mal bei dir in der Bibel, was über Hunde steht. Warum geht man immer an die Bibel? Sogar in Instagram. Sogar nur in Kommentaren. Wieso? Warum? Geht man direkt auf die Bibel und warum verteidigt man nicht seinen eigenen Glauben, indem man sagt, ja, richtig, die Engel kommen da nicht in die Wohnung, deswegen, ganz einfache Sache, wir dürfen keinen Hund in der Wohnung haben. Pass auf, Bruder. Ja.
Nicht nur das, auch es steht auch geschrieben in diesem folgenden Hadith, der Sahih ist, und so übersetze ich mal auf Deutsch. Ich hörte, also Sunan Anasai 5222, könnt ihr gerne Screenshot machen. Salama, die Frau des Propheten, sagte, ich hörte den Gesandten Allahs sagen, die Engel, ja, gehen nicht in ein Haus, in dem es eine kleine Glocke gibt. Ja? Ah, stimmt, das kenne ich. Genau. Und die Engel begleiten nicht den Menschen, ja, wo in dem Haus, also das ist ein bisschen auf Deutsch, ja, ist ein bisschen schrecklich übersetzt. Ja. Ja? And the angels do not accompany groups of people who have bells with them. Ja, also zwei Sachen, nicht nur mit ihnen, sondern auch im Haus. Das heißt, wenn du einen schwarzen Hund zu Hause hast und eine Glocke zu Hause hast, lebst du sozusagen ewig. Weil der Todesengel kommt dann nicht. Und dann meinte letztens einer, wie, im Islam wurde das ewige Leben neu definiert. Jetzt frage ich mich, eine Glocke, wie abergläubig muss man sein? Was hat jetzt die... Bruder, wie kommt man auf sowas, bitte? Wie kommt man auf so einen Mist? Leute, wacht doch mal auf. Wie kommt ihr auf so einen Mist? Das ist doch Wahnsinn. Wie könnt ihr an sowas glauben? Eine Glocke! Ich verstehe das nicht. Der Bruder, das ist Aberglaube. Das ist wirklich Aberglaube. Wie viele Sachen sie aus der Zeit der Jahiliyyah übernommen haben? Ja. Der Islam ist tatsächlich zu 50% Salam alaikum. Sachen aus der Jahiliyyah haben die übernommen. Ja, alaikum salam. Grace. Sprichst du Deutsch? Wieder eine. Guck mal, auf Deutschland. Sprichst du Deutsch? Hallo? You speak Germany? Ja, ja. Wieder Syrien, ne? Ja, wieder 1000 Rosen. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Ey, und das alles wegen die Muslime, wisst ihr das, ne? Ja, ja. Die sind schuld daran. Richtig. Ja. Die haben keine Sozialamt. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wieso sieht man von diesen Bettlern nie irgendwie Christen oder sonst irgendwas, sondern immer nur... Ey, diese Frage wurde in Arabien auch gestellt, weißt du, war? Ja. Im arabischen Fernsehen unter den hier Imame und von... den christlichen Brüdern, wenn die auch so hier Debatten miteinander haben, dann, ja, da sagen die auch voll oft, wo sind die Christen, die betteln? Zeig richtig uns. Gibt's wieso nicht, nie christliche? Nicht, warum sind da nie Christen, ja, komischerweise? Natürlich findest du Alkoholiker, manche von denen und so, oder ja, so, weißt du, die drogenabhängig sind, aber so Bettler... Wahnsinn, oder? Der Dittmeister, Bruder Harut, hol ihn kurz hoch. Shalom, strenggläubig. So. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Bruder Herz. Dietmar, bist du bereit, Dietmar? Okay, halt dich ein bisschen fest und wenn dein Hund neben dran ist. Gerne. Wenn dein Hund neben dir dran ist, also wenn er neben dran ist, Dietmar, bitte. Sehr gut. Weil er wird dir gleich sehr, sehr leid tun. Ne? Also halt dich fest, deine Emotionen musst du jetzt wirklich in den Griff halten, deine Emotionen. Ja, weil jetzt wird es richtig ekelhaft. Lies vor, Bruder. Ja, Dietmar, ich lese dir vor, okay? Bist du bereit? So. Ich fragte den Gesandten Allahs über den schwarzen Hund und er sagte, es ist ein Teufel. Wieso ist ein schwarzer Hund der Teufel, Dietmar? Was denkst du? Wie auch immer. Er sieht den schwarzen Hund als den Teufel. Warum? Aber Wahnsinn, oder? Was hat der Hund jetzt mit dem Teufel zu tun? Und es gibt noch mehrere Quellen. Das Problem ist, sieht mal, Allah ist ein Rassist. Sogar bei Tiere. Das heißt, er hat nicht nur was gegen schwarze Menschen quasi, ja? Gegen schwarzafrikanische Menschen, nicht nur das, sondern er ist auch rassistisch gegenüber Hunde, die Schwarzen, auch Tiere, genau. Guck das mal, ist Rassismus pur. Er sagt auch was zu Chamäleon. Und zwar, wenn ein Moslem, ne, warte, ich mach mal die Ansicht besser.
wenn ein Moslem, also if man hört nichts, Bruder, ganz kurz, alle schreiben, man hört nichts, gell? Dietmar, ich glaube, man hört dich gar nicht. Jeder schreibt, man hört keinen Ton. Der muss raus. Ja, ja, wir, ja, aber die Leute sagen, man hört dich nicht. Ah, genau, hol ihn wieder hoch, Bruder. Leute, aber uns hört ihr, ne? Nur Dietmar nicht, Leute. So, hört ihr uns? Das kann nicht sein, ich habe das modernste Gerät. Leute, hört ihr uns? Hört ihr uns? So, schaut mal hier, ja, in dem Hadith Riyad aus Salihin, Nummer 1864, steht geschrieben, wenn jemand einen Chamäleon mit dem ersten Mal, also beim ersten Blow, First Blow, ja, umbringt, kriegt er 100 Hasanat, also 100 gute Punkte bei Allah. Hast du gehört, Dietmar? Das ist ein Witz. Ja, ich hab's gehört. Und wir reden hier von einem Chamäleon. Was ist denn überhaupt das, ein Chamäleon? Sind das so die kleinen Tiere, so mit den Huckel drauf? Das sind ja kleine Echsen, ja, die mit ihrer Zunge quasi fliegen und Insekten fangen. Ja. Genau. Wenn ein Muslim ein Chamäleon tötet, kriegt er 100 Hasanat-Punkte bei Allah. Das ist Chamäleon-Dschihad. Die sind so selten, ne, normalerweise. Überleg das mal, so ein Aufruf zum Töten so gegenüber Chamäleon. Krank. Stell mal vor. Das ist so krank. Ey. Das ist krank, Bruder. Das steht in Islam. Da steht im Islam, ja. Chamäleon töten. Du kriegst dann Punkte bei Allah, Bruder, wenn du Chamäleon tötest. Wie ist das nochmal mit Schäferhunden, dass du jeden Hund im Haus töten sollst, außer das ist ein Schäferhund? Weil ich war Moslem ja eine Zeit lang. Da war doch irgendwas. Und ich habe ja zwei Hunde zu Hause, ne? Und da haben die gesagt, entweder musst du den Hund draußen lassen oder töten, ne? Oder du darfst nur einen Schäferhund halten und wenn das eine andere Rasse ist, dann musst du den töten. Wahnsinn, oder? Niemals tötet mein Hund. Rassistisch auch noch. Pass auf, noch ein Tier. Ja, okay. Ja, Judy, wir kommen gleich genau. Bist du dran. Salamander, Dietmar, jetzt geht's um den Salamander. Sahih al-Bukhari, Bukhari 3359, steht geschrieben, der Gesandte von Allahs hat beauftragt, dass der Salamander getötet soll und sagte, der Salamander... Warum? Jetzt gibt er den Grund. Jetzt hör zu. Der Salamander hat Feuer auf den Propheten Abraham geschossen, deswegen. Leute, bitte, hört wirklich gut zu. So harmlos. Leute, erklärt mir mal bitte, wie man darauf kommt, dass der Feuer auf Abraham... Wie kommt man auf so einen Mist? Mach mich mal groß. Ich habe gerade hier einen Salamander, Augenblick. Mach mich mal groß. Okay. Die machen dann normalerweise gar nichts, die Tiere. Das sind null, Tiere. Null. Und was für Feuer spucken? Bruder, Vorsicht, hier. Vorsicht, es spuckt Feuer. Vorsicht, geh in Deckung. Geh in Deckung. Hey. Hast du Feuer auf Abraham geschossen? Gib's zu. Oder warst du das? Oder du? Du. Oder du? Hast du das gemacht? Bruderherz, ja, wisst ihr, warum man die töten musste? Wisst ihr, warum man die töten müsste? Ja. Weil die auf Ibrahim gepustet haben, steht da. Ja, ja, haben wir gelesen, Bruder. Hier steht. Auf Feuer auch noch, das gibt's doch gar nicht. Das ist der Grund, warum die, was ist das für ein Scheiße, ja? Wie kann man sowas glauben? Leute, wirklich, an alle Muslime. Kacke, ja? Bruder, peinlich, was sind das für behinderte Menschen, ja? Judy hat endgültig abgeschaltet. Heute hat er endgültig abgeschaltet. Ich kenne diese schon, okay. Aber so, du weißt doch, ihr holt jetzt alle meine Erinnerungen wieder hoch, ihr macht mich damit nur fertig die ganze Zeit. Bruder, sag, welche? Es geht um diesen Hund, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, sorry, Sahih Muslim, 1137. Ich hoffe, du findest den, weil du weißt doch, die arabischen Bücher, genau hier. Oder? Mir geht es um das Thema Fasten. Nein, warum ist... Achso, das sind diese Hadithe, die nicht auf Deutsch übersetzt worden sind oder Englisch, wa? Was ich habe hier. Vielleicht hast du nur die Buchreferenz? Warte kurz, ich muss wieder da zurück. Ich gerne mal Hamdi fragen, ob der Angst hat vor meinem Salamander. Richtig. Das war nicht. Bruder, sag ihm das nicht, er kommt zu dir und tötet die alle. Und mein Chamäleon auch noch. Ja, dann beim ersten Mal, weil dann kriegt er 100 Punkte bei Allah. Was für ein Punktesystem, ey. Ja. Hier steht, Warte, kennt ihr diese,
Kennt ihr diese Leute, die so Trophäen an den Wänden haben? Die haben da so Kamelienköpfe an den Wänden. Oder ich bin auf diesem Buch Hadith von den hier, wie heißt er, Rasul? Al-Kitab al-Aswad, Shaitan, Sahih Muslim. Du weißt doch, er hat ja ein paar Bücher, ne? Er hat nur nicht nur einen, wo die Hadith draufstehen. Ich hab den Salamander gefunden, der Feuer speit auf Abraham, das ist der. Boah. Das sieht ja gefährlich aus. Wahnsinn, das ist ja diabolisch. Hier ist er. Wow. Das sieht aus, naja, ich möchte mich nicht äußern. Das muss mein gelber Axolotl sein. Wahnsinn, wie kommt man auf so eine Sache? Guck mal, Wahnsinn. In dieses Hadith, was du jetzt nicht gefunden hast, ja? Das ist, ja. Du weißt doch, der Bruder... Der Bruder hat doch euch erzählt. Glumanda, richtig, Glumanda. Ja, der Bruder Rob hat, die haben doch gesagt, es gibt ja Bücher, ne, die wir im Internet halt nicht finden, weil man die extra kaufen muss und so alles, richtig, ne? Richtig. Ja, und Sahih Muslim, diese, was ich dir gesagt habe, findest du natürlich nicht so einfach im Internet. Es sei denn, worum geht's denn da, Bruder? Arabisch. Ja, worum geht's da? Welches Thema? Da geht's darum, dass einer den Propheten gesagt hat, was ist mit einem gelben und einem roten Hund? Warte kurz, also was ist mit dem schwarzen Hund, ja? Also nee, was ist der Unterschied zwischen dem schwarzen, dem roten und dem gelben Hund, ja? Da fragt einer seinen Vater, er sagt so, ja, der Vater sagt, ich habe den Propheten gefragt, dieselbe Frage gestellt, er hat gesagt, der schwarze Hund kommt von Scheitern. Richtig. Hier, ja? Für die Leute, die das mögen, hier. Hier. Ja. Vorsicht, geht in Deckung. Das ist, er hat auf Abraham, hat der Feuer gespuckt. Überleg mal, der hat sich mit Abraham angelegt. Wahnsinn. Sieht aus wie Kinder. 300 Punkte Pokémon. Hat er kassiert. Und wenn ein Muslim ihn tötet, kriegt er 1000 Punkte, wie beim Chamäleon. Jetzt weiß ich, woher Pokémon kommt, Bruder. Allahu alam. Bruder, weißt du, was mich oft frage, Harun, Bruder? Ja, Bruder. Bruder, ich frage mich aber sehr oft, denkst du, die, wo jetzt zuschauen, die schämen sich nicht dafür, wenn die so einen Scheiß jetzt eigentlich nur hören oder sehen? Weil wir zeigen immer die Quellen, ist ja klar. Bruder, für den ist es egal, die zeigen immer die Wahrheit. Bruder, ich schäme mich. Die machen ihre Geschäfte kaputt. Denkst du, die machen ihre Geschäfte? Diese Imame sind alle ohne Gewissen, die sind gewissenslos, glaub mir. Die haben kein Gewissen, die haben kein Angst vor Gott. Die profitieren davon. Nur wegen Geld und Nikah. Ich sage nicht alle wegen Nikah, aber die wie meisten oft, machen. Also Bruder, alle weißt machen du, wo wir letztens Geld. Geredet haben? Ja. Genau. Weißt du, als wir letztens doch gesprochen haben mit dem einen da wegen dem Thema Ehe und wenn die Frau wieder zurückkommt, weißt du, in Syrien habe ich doch gesagt, gibt es doch sehr oft Schiuch oder Imame, was machen die? Die schlafen mit der Frau einen Tag. Ja, die müssen bei ihr übernachten mit ihm, ja, eine Nacht mit ihm verbringen, bumba bumba, und dann darf sie zurück zu ihrem Mann. Jetzt stell dir mal vor, ein Scheich, ein Imam macht das. Er nützt es sogar noch aus. Für seine Gelüste, dieser Perversling. Stellt euch mal vor. Aber die Religion öffnet ihnen ja die Tür dafür, das ist ja das Problem. Du, ich hätte mal ein Thema. Was ist, ich habe da mal gehört, viele Gespräche, die reden dann immer von ein Mann darf da wirklich ein Kind heiraten. Achso, wer wo? Im Islam? Ja. Kinder, ja, natürlich. Die dürfen Kinder heiraten, definitiv. Und da gibt es auch keine Grenze, keine Obergrenze, wo man sagt, ab 6, ab 7, ab 2, also sogar mit einem Säugling. Und in Deutschland ist das jetzt auch noch gestattet, oder was? Was? Dass die bei uns jetzt kommt, dass sie auch hier Kinder heiraten können. Das machen die heimlich. Das ist ja das Problem. Die machen sie heimlich. Ja, normalerweise müssen sie zum Standesamt gehen. Dass ja. Da einer das zulässt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Richtig. Genau. Es gibt keine Untergrenze. Genau. Also die dürfen quasi sogar ein Baby heiraten. Das ist ein Witz. Die Wartezeit beträgt 3 Monate. Ja, steht sogar im Koran. Ja, aber wenn das die ja so bestimmt hörst, früher war das bei den Königen, war, kann ich mich entsinnen, in irgendwie ein Königreich war auch, dass sie dann einen jungen Mann oder eine Königin
oder ein König eine junge Frau geheiratet haben. Ja, ja, aber ein König ist ja nicht unser Prophet, das ist ja das Problem. Also es hört, können ja, in der Geschichte ist es ja bekannt, dass Könige das gemacht haben, nach was sie Lust haben, sage ich mal. Ne? Ein König hat das gemacht, was er will. Er ist ein Herrscher, und legt die Gesetze fest, er kann ja machen, was er will. Bestimmt, ja. So, das heißt, wenn ein König sowas gemacht hat, wundert mich das gar nicht, interessiert mich auch nicht, weil er ist nicht mein Maßstab, er ist auch nicht der Maßstab für 2 Milliarden Christen. Ja? So, das heißt, wenn ein König sowas macht, ja, vermutlich. Das war doch nur eine Frage. Sachen, aber, ja, nee, alles gut, Dietmar. Aber jetzt wird es aber kritisch. Jetzt, ne. Wenn jemand jetzt aber sagt, ich glaube an den Propheten, der beste Mensch, den es auf dieser Welt gab und geben wird, er ist der beste Mensch, er ist mein Kompass, ja, er ist mein Kompass. So, das heißt, wir richten uns nach wem? Nach den besten Menschen, das ist der Siegel aller Propheten, Mohammed. Ja, und dann betonen die es immer so schön, Sallallahu alaihi wasallam. Abid. Ja? Ja, Habibullah, immer sagen die Habibullah. Bruder, dieser Habibullah hat eine 6-Jährige heiratet. Der Liebling Allahs hat eine 6-Jährige heiratet. Das soll der Liebling deines Gottes sein? Ein Pädophiler. Und Bruder, wie ist das jetzt, wenn ich mit 70 eine 20-Jährige heirate? Zu alt. Wenn du was? Die ist viel zu alt für dich. Viel zu alt, Edmar. Viel zu alt. Das ist mein Spaß, ja. Mein Humor. Jetzt versündige dich nicht. 50 Jahre älter. Vor allen Dingen, ihr müsst euch das mal vorstellen, damals, wo die ganzen Götzendiener gewohnt haben, nicht nur der Zeit der Unwissenden, nicht nur das, und zwar in der arabischen Halbinsel haben ja ganz klar Juden und Christen gewohnt. Richtig. Ja? Die haben ja das Evangelium gepredigt. Und in den 10 Geboten stand drin, du sollst die Ehe nicht brechen. Genau. Wieso kommt dieser Verrückte da drauf, 13 Frauen zu haben? Ist der krank oder was? Wenn der was Neues gebraucht hat, dann kam eine neue Prophezeiung. Weil Dietmar, stell dir mal vor. Richtig. Ich höre. Stellt euch mal vor. Hörst du uns, Dietmar? Ich höre euch ganz deutlich, ja. Dietmar, stell dir mal vor, Bruder Harut hat dir gemeint, da wo Mohammed gelebt hat, ja, in der Region gab es ja auch Juden und Christen. Das heißt, er hat ja quasi auch Kontakt mit Juden und Christen gehabt. So, steht auch in ihren Schriften. Dann fragt man sich doch, wieso 600 Jahre vorher, vor Mohammed, hat Jesus Pädophile, ja, verurteilt? Und dann kommen die mit, ja, damals war es eine andere Zeit. Nein, Jesus war 600 Jahre schon vor Mohammed und er hat Pädophilie verurteilt. Was für ein Zufall. Und Jesus war wo? Auch im Orient, im heutigen Israel. Mhm. So, das heißt, die können mir nicht erzählen, dass es früher normal war, eine 6-Jährige zu heiraten. Das gibt es nicht und stimmt auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, Dietmar, du musst überlegen, Jesus war ja 600 Jahre schon vorher da. Ne? Wieso hat er aber wiederum sowas verurteilt? Wieso? Ist ja komisch, oder? Rein theoretisch könnte man sagen, bei Jesus wären sogar wahrscheinlich 3-Jährige auch normal gewesen. Und so früher man, also immer, umso mehr man zurückgeht in die Vergangenheit, laut ihrer Logik, müssten die Mädels ja immer jünger gewesen sein. Aber das ergibt ja null Sinn. Das hat für mich okay. Wieso sollen die Mädels in dieser Umgebung aus klimatischen Gründen angeblich reifer gewesen sein als in der heutigen Zeit? Also biologisch gesehen, beziehungsweise wissenschaftlich ist es ja unmöglich, weil laut der Evolution, in Anführungsstrichen, werden die Menschen jetzt erst quasi immer frühreifer. Ja? Aber das können wir mal beiseite legen. Fakt ist, die waren früher nicht reifer als heute. Das ist unmöglich. Du kannst Studien lesen, so oft du willst. Eine 6-Jährige war niemals im Leben reif. In ihren Schriften steht sogar, sie hat mit Puppen gespielt. Bruder, mit sie war auf Puppen. Sie war auf einen Schaukel. Die war in der Schaukel und hat mit Puppen gespielt. Ihre Mutter hat sie auf den Arm getragen, ja? Das sind 6 Richtig. Gewesen. Ey, das ist doch Wahnsinn, Leute, ehrlich. Khanjar, wollen wir eine Runde so machen, bis ein Moslem hochkommt? Was war die größte Lüge, was du über Islam gehört hast? Was ein Vorteil für Islam war? Ich kann anfangen, Bruder, wenn du willst. Nächstenliebe. Nächstenliebe ist die größte Lüge, die ich je gehört habe. Okay, Aram? Er ist nicht da. Aram ist, glaube ich, nicht da. Harut? Oder Harut?
Ganz kurz, was war Ihre Frage? Was war die größte Lüge, was du über Islam gehört hast, was im Islam, also was ein Vorteil für Islam ist? Boah, das ist schwierig. Das ist schwer zu sagen. Was die größte Lüge im Islam ist? Ja, was über Islam zum Vorteil, zum guten Vorteil für die Muslime ist, was du so gehört hast, was eine Lüge ist. Ah, das ist die größte Liebe. Okay. Wir haben hier noch strenggläubig, ist auch da? Hört er überhaupt nicht? Eins der größten Lügen ist auch, wenn man einen Menschen tötet, das wäre so wie, als hätte man die ganze Menschheit umgebracht. Für mich ist die größte Lüge, und das werdet ihr mir jetzt alle zustimmen, dass, da gibt mir jeder Christ hier drin jetzt recht, dass der Herr Jesus Christus angeblich nicht gekreuzigt worden ist. Stark, stimmt, stark, auch. Der war sehr gut. Das ist die größte Lüge Dietmar, von allen. Dietmar? Ich kenne mich da mit dem Islam nicht so aus, ich kann hier nicht irgendwo jetzt was sagen, was ich nicht will. Dann wird es mal Zeit, Dietmar, dass du uns öfters hier im Stream besuchst, damit du dich mal ein bisschen besser informierst. Das ist sehr, sehr wichtig. Bruder Harut, genau. Was war bei dir? Ein Unschuldigung zu töten ist wie die ganze Menschheit? Weißt du, was für mich die größte Lüge war? Ja. Also war, ne? Ich kenne ja viele Sachen, die nicht stimmen und so. Das hört man voll oft von Muslimen, ne? Die Arabisch auch sprechen. Ja. Die sagen, der Prophet soll angeblich einen jüdischen Nachbar gehabt haben, der immer sein Müll vor den Propheten sein Haus hier gestellt hat, ja. Und der Prophet hat nichts gemacht, er hat immer diesen Müll beseitigt, also hat immer weggeschmissen, ohne mit ihm zu schimpfen, ja. Und dann eines Tages hat der Jude dieses Müll nicht mehr vor seine Tür gelegt und er war überrascht und wollte wissen, warum er dieses Müll nicht mehr hinstellt vor seine Tür. Er ist nachfragen gegangen, dieser Jude ist ein Moslem geworden oder sowas. Das findest du nirgendwo, das ist die größte Lüge, die ich in meinem Leben über Islam gehört habe. Dass der Prophet ein Jude. Wo ist jetzt die Weisheit dahinter? Wo ist jetzt die Weisheit? Die wollen damit nur sagen, wie lieb der Prophet zu den Menschen war, zu den Juden und so, weißt du? Ja, ja. Dann kann ich ja über Chaiba reden und die ganzen Sachen. Also, mal gucken. Barmherzig er war. Okay. Da können wir mal darüber sprechen. Vielleicht sollten wir auf Sachen im Koran ein bisschen reingehen. Damit sich Leute auch trauen, hochzukommen. Mit Hadithen sieht es schwer aus gerade. Bruder, dann würde ich mal ein Thema aufmachen, wenn ihr wollt. Wir können jetzt ein Thema aufmachen, laut Koran, für den Dietmar, weil er hat ja nicht so viel Informationen. Ich finde auch, das sollen wir eher sogar auch für Unwissende machen. Nicht nur für Muslime, sondern auch für Nicht-Muslime, Bruder. Lass uns mal über den Vers sprechen, wegen der Blutung. Also ab wann man eine heiraten darf. Was sagt ihr dazu, Harut? Ich bin weggeschmissen, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Ciao, Daniel. Shalom, ihr Lieben. Hi, Matt. Ich bin dafür, dass wir fragen, ob Allah auch beleidigt oder nicht. Matt, kommst du aus Deutschland? Ja. Ganz gewöhnlicher Deutscher. Barakallahu fika. Und was sagst du zu dem Thema, was wir haben? Welches Thema? Die Lügen oder die Heiratsalter der Kinder? Ja, kannst dir eins aussuchen. Sind alle Schrott. Okay. Also, ich finde es halt immer... Ich finde das Thema, der Mohammed hat die Sklaverei abgeschafft zum Beispiel, das finde ich eines der dreistesten Lügen, die man so hört. Also wenn man das dann hört, was ja überhaupt nicht stimmt. Ja, das ist der Wahnsinn. Da hat jemand geschrieben, dass über Mohammed in der Bibel prophezeit wurde. Ist auch eine Lüge. Ja. Das hatten wir doch jetzt vor kurzem, ne?
Ja, Leute, bevor, genau, das ist sehr gut. Ich habe gerade unten was gelesen. Sehr wichtig. Es ist jemand jetzt auf TikTok, der schon über 10, 12 Jahre bei YouTube ist. Und zwar dieser Irrlehrer, Endzeitreporter MCM. Endzeitreporter MCM. Ich sag's nochmal. Genau. Endzeitreporter MCM heißt er. Er hat jetzt TikTok installiert. richtig. Ja. Und er wartet, bis er sozusagen Leute hochnehmen kann, um die Leute zu verführen. Er behauptet, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Genau. Und Bruder? Ja, also ich war gerade in dem Raum drin, ne? Das mit Jesus macht er differenzierter, wo er auf jeden Fall sehr stark ist, dass er sagt, dass der Heilige Geist nicht Gott ist. Richtig. Und er sagt bei Jesus, dass er Gott ist, aber dem Vater sozusagen untergeordnet. Und, also ich Eine finde das sehr Hierarchie. Bei seltsam. ihnen gibt es ja so eine Ja, Art genau. Hierarchie quasi. Ein kleiner Gott, ein großer Gott und so Genau. weiter. Wie Und so der ein Heilige Geist Pyramidensystem. ist nicht Gottes Geist, sagt er, Ist sondern nicht. nur eine Richtig. Kraft. Ja. Richtig, nur eine Kraft. Ja. Also, aber ihr müsst alle, an alle Zuschauer. Der MCM, ich habe mich da damals schon informiert, vor Jahren, er war früher ein Esoteriker. Das heißt, er gehörte zu dieser Esoterik, ja, also quasi in so einen Sekten drin, ja, an New Age und an diesen ganzen Scheiße. Also er gehörte quasi früher in diesen Sekten an, hat er selber zugegeben. Und jetzt müsst ihr überlegen, das hat er jetzt alles mit importiert. Genau. So, das heißt, dieser Irrlehrer ist extrem gefährlich und offiziell ein Antichrist. Seine Lehre ist antichristlich. Er predigt ein falsches Evangelium. Bitte seid vorsichtig. Nicht reingehen, nicht mit ihm reden am besten. Einfach keine Plattform geben. Er ist gefährlich. Genau. Und er hat die Masche, das werdet ihr sofort merken. Er klingt sehr christlich, ne? Ja, Richtig. dass wenn jemand ihm das wahre Evangelium erzählt und auch sagt, dass der Jesus Christus Gott ist, sagt er direkt, guck mal, ihr Christen, ihr seid total unfreundlich, ihr hasst jemanden, ihr hasst die Leute. Das ist seine Masche, immer aufs Persönliche gehen, statt bei der Sache zu bleiben, weil er tut sich dann in die Opferrolle stellen. Und auch das hat er aus der Esoterik. Vielleicht ist das mal interessant, dass man, da kann man auch noch mal mit dem Alessandro sprechen. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Reihe über den Heiligen Geist machen, weil das ist für mich seine Achillesferse, weil zu behaupten, der Heilige Geist ist nur eine Kraft, Energie, es gibt einfach ganz, ganz viele Verse, wo der Heilige Geist betrübt wird, belogen wird, der Heilige Geist auswählt, der Heilige Geist aussendet. Und das sind ja eigentlich dann wirklich diese Schwierigkeiten. Also wenn ich jetzt sehr klar hingehe und sage, ich habe den Heiligen Geist, der an der Schöpfung teilnimmt, ich habe den Heiligen Geist, der daran teilnimmt, Leben zu geben, ich habe den Heiligen Geist, der an Christi Stelle kommt, also ein Tröster wie mich. Und das ist ja, Jesus redet dort ja in der Inkarnation als Gott. Und dann ich noch die ganzen Passagen habe. Vielleicht sollten wir das Bruder, ich zeige dir mal. die allerbesten, ich zeige dir die Stellen sind schon gut, die du genannt hast, definitiv, ja, zu 100%. Da kann er sich aber rausdribbeln, aber es gibt eine Stelle, da kann er sich nicht rausdribbeln, und zwar ist das Apostelgeschichte 10, Vers 38. Mit Ananias. Pass auf, da steht geschrieben, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Wenn der Heilige Geist Kraft ist, dann ist das dann ist das doppelt gemoppelt. Dann würde hier stehen, wie Gott Jesus von Nazareth mit Kraft und Kraft gesalbt hat. Das ist ein K.O. für ihn. Ja. Verstehst Ich du? habe ich ja, der ist super. Also ich hab jetzt, weil ich jetzt mit dem Handy online bin, ich habe mal komplett ausgearbeitet das Bild des Heiligen Geistes als Gott im Alten Testament mit allen Schlüsselversen. Das habe ich komplett ausgearbeitet zum Beispiel. Und ich denke, Okay. man sollte sowas dann tatsächlich mal machen. Nicht, dass irgendwelche vielleicht auch jungen Christen sich von so jemanden verführen lassen,
weil der ist dann sehr überzeugend, der hat dann auch Bibelverse, aber das ist immer das Problem, wenn die dann so selektiv ausgewählt werden, und das machen die ja immer dann gerne, ne? Ihr Lehrer benutzen ja die Schrift, aber nicht im Kontext und nicht im Kanon, sondern richtig, nur die Teile, die sie gerne haben wollen. Genau. Ne? Und Matt, das Problem ist, Bruderherz, ich würde auch jeden Christen hier empfehlen, jeden trinitarischen Christ, wahre Christ, ja, nicht ihn eine, gibt ihm keine Plattform. Geht nicht hoch und diskutiert nicht mit ihm. Einfach aus dem Weg gehen. Entweder ihr hört nur zu, was ich auch nicht empfehlen würde. Am besten einfach gar nicht in seine Streams reingehen. Aber hochgehen würde ich euch gar nicht empfehlen. Einfach nicht mit ihm sprechen, weil er möchte eine Plattform haben. Ja? Er möchte hier reinkommen. Seine satanischen Dinger, die will er hier verbreiten, und das wollen wir nicht. Leute, geht bitte nicht hoch. Diskutiert nicht. Einfach keine Plattform geben. Er wird auch wahrscheinlich ein wenig sympathisieren mit ein paar Leuten, richtig, wie zum Beispiel Judaisierer. Habe ich schon gemerkt beim Dings. Eventuell auch mit Muslimen, aber die Muslime, er sagt zumindest, dass Jesus gekreuzigt wurde. Nee, mit Muslimen denke ich eher weniger, Bruder, weil er mag Muslime gar nicht. Ja, ja, mit Judaisierern. Mit Judaisierern. Judaisierern. Ich gebe dir sogar ein Beispiel, habe ich heute schon beobachtet, auch die letzten Tage. Er ist sehr oft in den Stream bei, kennst du diesen Hebräer, Serbo-Hebräer, wie er sich nennt? Ja, mit Irfan manchmal war, dieser so, ah, der, so ein kräftiger mit orangenem Bart. Der nennt sich Serbo-Hebräer oder sowas. Hebräische, okay. Serbo-Hebräische oder sowas. Dieser Typ, der ist auch in YouTube, ne? Und er Wegeral. Ja, sorry, Wegeral. Veggie, genau. Der ist sehr oft in seinen Streams. Wegeral, genau, der ist sehr oft in seinen Streams. Habe ich ihn jetzt schon ein paar Mal beobachtet, und der Wegerald ist irgendwie auch gut anzusprechen, wenn es um MCM geht. Also die verstehen sich irgendwie, sehr komisch, obwohl Wegerald ein Trinitarier ist und sogar, so wie ich weiß, sogar orthodoxer Christ ist sogar, glaube ich, aber ist egal. Fakt ist, die sympathisieren irgendwie miteinander, frag mich nicht warum. Und der MCM habe ich jetzt beobachtet, dass er immer bei dem Stream ist und irgendwie ja, ein bisschen Arsch kriegt, sage ich jetzt mal, damit er wahrscheinlich ja, jemanden hat, mit dem er wahrscheinlich reden kann, weil andere Christen ihm wahrscheinlich keine Plattform geben würden. Verstehst du? Bruder, es ist der Wahnsinn. Er sagt auch, dass er gebetet hat, und danach hat er Markus im Markus-Evangelium gelesen, wo eine Stelle steht, wo er nach Zypern gegangen ist, und er sagt jetzt, deswegen wollte Gott, dass ich nach Zypern gehe. Er lebt jetzt in Zypern, ist ausgewandert. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe, ne, in YouTube, weil ich verfolge den ja schon jahrelang. Bruder, das ist wirklich sehr total gefährlich. Durch. Er, ja, ja, total durch im Kopf. Also ich weiß nicht, ob er was nimmt, irgendwelche Substanzen zu sich nimmt, ne? Aber er ist so wirklich durch im Kopf, wo ich mir manchmal denke, ich glaube, diese Offenbarung, die du bekommst, wie Mohammed damals, es war eher der Teufel. Das ist nicht göttlich. Das ist satanisch. Ja. Und Leute, betet für ihn, definitiv, betet für ihn, weil das sind jetzt schon über 10 Jahre. Ja, richtig, stimmt. Er hat schon mit einigen auch schon diskutiert, also wie gesagt, meine Meinung, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, gebt ihm bitte keine Plattform. Liebe Geschwister, gebt ihm keine Plattform. Er ist ein Antichrist. Er ist kein Christ. Auch an alle Muslime, die zuhören. Er ist kein Christ. Er ist eine esoterische Sekte. Eine esoterische Sekte, mehr nicht. Genau. So, jetzt ballern wir den Stream voll, bevor ich gleich gehe. Shalom und Gottes reichlichen Segen, Geschwister. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich, Marvin. Gott segne dich, Slave of Al-Bait. Der Herr liebt euch. Ja, Geschwister, ich habe auch tatsächlich damals, wie der Bruder Harut ja sagt, ne, beten auf jeden Fall, aber er ist ein gefährlicher Typ, wirklich. Wenn man frisch im Glauben ist, er weiß, wie man redet, er weiß, was er sagt. Er kommt mit guten, vermeintlich guten Versen, wenn man halt die Bibel eben nicht kennt. Ich glaube, wir oben hier sind alle bewandert mit dem Wort Gottes. Aber was der Bruder Abu Kanja eben sagt, diese Plattform ihm nicht geben, wenn wir vor allem selbst noch sehr viel zu lernen haben. Wir haben alle sehr viel zu lernen, aber vor allem, wenn man ja frisch im Glauben ist oder halt noch ein bisschen links und rechts Fragen hat, der Teufel erfängt vieles, ja, also, und
Er ist tatsächlich wirklich eine sehr, sehr große Gefahr für unsere christliche Community, bin ich mir sicher, weil er eben anders wie die Muslime ja diese Bibelverse rausreißt, dies und dies verschönert und wirklich auch sehr irdisch unterwegs ist im Sinne von Abu Ganja meint, er macht dich nicht Muslim zu. Wenn man dem ein bisschen zuhört, dann hat er einen Groll gegen Ausländer. Bin ich der festen Überzeugung von. Genau, das habe ich gemeint. Er hat so ein leicht extremistisch, so ja, rechtsextremistische Einstellung. Nazi, macht so sehr fleischlich, ja, sehr fleischlich. Sehr, sehr fleischlich. Der macht halt so auf so Wohlwollen, so ihr. Ich weiß nicht, ob seine Ex irgendwie vom Ausländer weggenommen wurde. Allahu Alam, können wir nur sagen. Gott. Jedes denken, ja. Nee, aber am Ende des Tages geht es in diese Richtung. Deswegen, Geschwister, wollte ich einfach nur gesagt haben, Gottes Segen und pass auf diesen Typen auf, wirklich. Ich wurde selbst am Anfang, wo ich auf der Suche war, bin ich auf ihn zugestoßen, habe erstmal gehört, okay. Und als man dann selbst also wirklich intensiv sich mit der Bibel befasst hat, hat man gemerkt, ey, der labert ja voll den Schwachsinn, voll dämonisch, voll fleischlich, voll irdisch. Und Geschwister, die wir hier alle oben sind, uns traue ich das. Bruder, woher kommt das? Ich habe mich mit ihm sehr beschäftigt, jahrelang. Das Problem bei ihm ist, er beschäftigt sehr viel mit Verschwörungstheorien. Das ist das nächste Thema. Er ist so tief in dieser Materie mit Verschwörungstheorien. Seine Videos spielen sich ja nur noch über Illuminati, ja, über Freimaurerei, über bla bla bla. Das heißt, er nimmt jeden Punkt, was er auf dieser Welt sieht, nimmt er aus der Bibel und sagt, ja, hier steht zum Beispiel so und so, hier komplett aus dem Kontext. Er verbindet alles mit allem irgendwie, also wirklich ein extremer Verschwörungstheoretiker. Aber da gibt es noch einen im Netz. Kennt ihr den Joker? Nicht über ihn reden, Dietmar. Nicht über ihn reden. Wir reden gerade nur, die sich Christen nennen in dem Sinne. Genau. Amen. Und die Schafe sozusagen in die Irre leiten wollen. Richtig. Und das kann ja passieren, weil es kann passieren, dass du dann kurze Zeit denkst, ah, okay und so, aber richtig, genau. Gott wird schon seine Hand über uns haben. Er ist ja unser Hirte, nur dass wir das halt nicht hören und ihm die Plattform, weil er wird diejenigen, die ihn aufdecken, wird er sofort alle blockieren hier. Richtig. Wie heißen da jetzt? Und das ist ja genau das ist ja genau das, Geschwister. Er weiß, mit wem er reden kann und wenn nicht. Und wenn jetzt jemand mit Wissen da hochkommt und diesen Kontext rausreißen kann und sagen kann, hör mal zu, wie geht man vielleicht dort und dorthin? Und, ne? Also ist ja eine Metageschichte. Könnt ihr mir doch mal schreiben, damit ich mir den Namen merke da? Endzeitreporter MCM. Schreibt mir das mal hin unten. Lass mal den Mord machen. Auf jeden Fall, er würde ja genau uns das ist bei Ihnen nicht landen, du. Okay, Leute, ganz kurz. Lass uns bei diesem Thema bleiben. Ich muss jetzt gehen. Harut, bevor du weg bist, ich wollte nur ganz kurz mit dir was besprechen, was es Group oder Community Building betrifft. Ich habe dir auch einen eigenen Chat gemacht, also so, dass halt Posts oder Content geschrieben werden kann in der Gruppe bezüglich jedem, der eine eigene Plattform hat, also dass man sich dann darin austauschen kann. Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil ihr selbst busy wart noch in TikTok, aber ich bin generell fürs Allgemeine. Ich habe nur noch 1%. Schreib mich an, ich bin ja bei Telegram drin. Ich bin ja bei der Telegram. Herr segne dich, Bruder. Okay, lieben. Gottes Segen, ihr Lieben. Bis später. Alle. Oder bis morgen. Gottes Segen. Jesus ist Gott. Entfernt euch von MCM, diesen Satanisten. Amen. Amen.